Was geht ab? Ich grüße So, Moment. Seid alle gegrüßt. Jetzt höre ich mich selbst hier ekelhaft. Ach Mann. Hier funktioniert noch nicht alles so, wie ich das möchte. So. Also, jetzt wechseln wir erstmal die Szene, damit ihr hier mal ein bisschen Feeling bekommt. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah. Was geht ab? Was geht ab? Leute, 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 schaut euch mal an, wer da ist, hä? Da sage ich nur, ab geht's. Seid alle herzlich gegrüßt hier zum, wie sagt man denn? Reopening? So, stopp. Zum Server-Opening, ja, aber auch zum Re... Keine Ahnung. Der Mike Keefe ist wieder da, ja. Und jetzt geht's ab. Ich grüße euch alle. So, jetzt hier erstmal vorlesen, wer hier am Start ist. Es wurde ein bisschen später als gedacht, aber wir sind da. Und wie ihr seht, sind wir schon voll da, ja. Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub, Mann. So, erstmal hier rein. Also, es gab schon zwei Subs. Nighty, danke für deinen zweiten. Der zweite und mich, so ist es. Und Juna van Kor, verdammte Scheiße, danke auch dir. So, wer ist denn hier alles am Start? Snice ist da, Nina ist da, ihr habt Bock, grüß euch. DNS, hallo. Reflections, hi. Rabauke, grüß dich. Danke für da kommt schon der nächste Sub, verdammte Scheiße. Rabauke, danke für dein. Abo an Klein, danke dir. Big Bug, Grüße, Kira auch am Start. Klein ist auch da, hallo, hallo. Rabauke eben auch schon gesehen, ja, hallo. Sirius, grüß dich. Du Scheiße. Ich hab voll Bock, die Jenny ist auch am Start. Hallo Jenny, Chief Boss. Nighty, grüß dich. Und, keine Ahnung, wer jetzt schreibt einfach... Brettkiller abends, jawohl. So. Wir sind ein bisschen im Struggle hier. Das geht jetzt richtig los. Hallo. Wollt ihr mich verarschen? Wo sitzt du? So. So, wir sind jetzt nämlich schon im Kops. Wir müssen schon voll loslegen. Ah, so, jetzt mal hier wieder einen Funk rein. Warum geht das nicht? Jetzt aber. Oder? So, also für euch zur Erklärung. Wir hatten schon eben eine Fraktionsanreise, wir sind vor allen anderen drin. Weil das muss ja das Gordon ablaufen. Ich glaube, die anderen warten jetzt unten auch auf mich. Mein Telefon hat nämlich schon einmal geklingelt.
Ich kann das nicht annehmen. Auch okay. Verbindung getrennt. Okay. Aha. Okay. Aha. Kopfschmerzen, Scheiße. So. Da sind wir auch schon wieder in die Channels reingekommen. Leute, es wird wild. Ich sag euch eins, es wird richtig wild. Ja? Also, jetzt wurde halt schon ein bisschen geteasert. Eventuell gibt es den einen oder anderen Kopf, auf den ihr euch freuen könnt. Noch mehr freuen als auf den Kief sowieso schon, ne? Paris ist, der Spieler ist da, ja, klar, aber der ist nicht Paris. Es wird auf jeden Fall sehr wild. Abwarten, Sirius, abwarten. Abwarten. Es werden einige kommen. Ja, genau, Steve wird ja Kramer spielen, für die, die es noch nicht wissen. Ein paar alte Gesichter gibt's. Aus dem PD, aber auch von woanders. Ja, warten wir mal ab. Es wird auf jeden Fall sehr wild. Also es wird richtig wild, sag ich euch. Und auch die Praline, ich weiß nicht, wann sie kommt, aber ich hoffe doch heute. Okay. Also ja, es werden wilde Zeiten auf jeden Fall da jetzt. Und wir wurden halt jetzt eben schon vorab komplett reingelassen. Weil das PD muss ja natürlich schon da sein. Ja, wir halt dieses Privileg. Es ist eigentlich gerade total chaotisch, also es... Ich sag's euch, ihr werdet es gleich sehen. Jetzt gerade mal hier Discord checken. Die haben irgendwie auf mich gewartet. Deswegen hat Paris eben schon gemeckert. Aber Kramer. Ist nice, so kann man sich auch einen Sub erbetteln, ne? Ach, scheiße, ist ja alt wie immer wieder neu starten. Das könnt ihr mir jedes Mal wieder sagen, ne? Wird's jetzt jedes Mal wieder rund gehen. Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub. Rabauke ist im Kellerlaune. Danke, Rabauke. Ist nice. Sei höflich und bedank dich. Ich hoffe, die Sounds gefallen etwas. Weil ich konnte die anderen nicht mehr hören. Da habe ich gedacht, so, jetzt zum Reopening machen wir das. Das ist sowas von einem Counter ausgeschlossen. Wie meinst du? Was meinst du, Nina? So.
Sollte. Ich habe eh überlegt, die Scheiße da auszumachen, ne? Zeig mal. Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub, Mann. Ich starte das mal neu. Das ist nice. Revanchiert sich direkt. Danke dir, ist nice. Und wer hat's bekommen? Der Alpinist bedankt sich fleißig. So, aber passt doch jetzt. Nice, ist doch ein netter. Wenn er schläft vielleicht, ja. Mann, ey, ich verstell sich jedes Mal wieder alles. Ei, gute Wie, Gabalife, auch am Start. So, die Frage wie immer, ist die Musik zu laut, zu leise? Denkst du, passt's? Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub. Gabba, danke für deinen Sub. Schön, dass du da bist. So, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen. Okay, ich bin gemutet in-game. Im Teams, im Discord. Ach, TeamSpeak. Also im Intro ist es so und jetzt geht's. Er ist zu laut, kenn ich nicht. So, also, das war das Beste, was ich aus MyKeef rausholen konnte. Deswegen, da muss ganz schön eine Sonnenbrille her. Und ich sollte mich muten, wenn ich mit euch rede. Aber bleibt in der Tiefe wieder, Mensch. Meinst du? Ja, was ist? Wir haben eine Besprechung, weißt du? Nee, weiß ich nicht. Wo? Sind wir dann im Presseraum? Im Presseraum? Ja. Ah. Ja. Bis gleich. Verdammte Scheiße. Ja, Officer Kief, da sind sie eigentlich. Ja. Hallo. Alle warten nur auf dich. Das sieht mir nicht so aus. Das Beste kommt zum Schluss. Winkeln. Sitzt hier jemand? Nein. Nicht? Erste Reihe. Ich hab gerade gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Ja. Also, da kommt jetzt jemand rein und bringt Donuts oder was? Die habe ich draußen stehen lassen. Könnt ihr euch dann im großen Büro abholen? Hm, wie nicht? Im Büro. Scheiße, warum hast du eigentlich einen Helm auf? Scheiße, Sicherheit geht vor. Er will die Welt retten. Ein ganz großer, ja? Hm. Scheiße, ihr macht so, als wäre das lächerlich. Ich sag's euch, das irgendwann zeige ich's euch. Welchen Sound meinst du, ist nice? Aber es ist schon okay. Musik? Sie können gerne weiter in ihrer Traumwelt leben. Officer. Okay. Dann lass mich doch, ganz ehrlich. Dann müsste es jetzt besser sein. Scheiße, wir fahren gleich mal auf Streif und gucken uns das mal an. Aber da kannst du deinen komischen Helm da absetzen. Ja, okay, ich hab den ja schon weg, ey. Scheiße. Ah. Um die Welt zu retten, muss aber noch ein bisschen härter werden. Abwarten. Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub, Mann. Wen magst du? Dischglatzkopf, Mann. Nee, ich glaub nicht. Gelb. Schon ein ganz schöner Kontrast, Mann. Nee, du hast auch die gelbe Weste an, oder? Ja, natürlich. Bin ja was Besonderes. Ja, genau. Na, da hab ich nicht so viel Ahnung von. Was soll das jetzt heißen?
Nina, aber danke für deinen Sub. Ich habe keine Ahnung von Mozart. Ich sagen, direkt Sub hier so. Sexismus im Miets, oder wie? Du, ja was? Warte Dana, mal. Dana, können Sie ein bisschen lauter mit reden? Mit Doc Schneidi? Ja, hast du jetzt ein oder zwei Gifte? Das raff ich nicht. Sexismus im ganzen PG. Siehst du besser aus, Kleiner? Okay, warum frage ich eigentlich? Kleiner. Das wurde mir gerade vorgeworfen, weil ich gesagt habe, Männer haben keine Ahnung von Mode. Auf jeden Fall, danke dir. Ein an Bierhasser, weil da steht auch irgendwas mit Doc Schneidi. Ja, so viel Auswahl nicht. Im Schrank, ne? Hose, lang oder kurz, das ist jetzt nicht modisch entscheidend. Noch ein schwarzes Hemd und fertig. Genau. Also die Mode könnt ihr euch an den Arsch klatschen, man braucht keine Sau. Braucht man wohl. Was glaubst du, warum ich damals zum LAPD bin? Du hast eine Modeauswahl und das reicht. Da musst du dir morgens keine Gedanken machen. Wir könnten alle rumlaufen, wie Gott uns schuf. Selbst dann kommt es drauf an, was du sagst, nicht was du anhast. Oder welche Waffe? Können wir bitte nicht alle rumlaufen, wie Gott uns schuf? Vielen Dank. Das würde ich tatsächlich glaub, keine gerne gute sehen, Idee. Wenn du nackt im Dienst bist. Wohin schuf Gott uns denn? Ja. Tja. Hast du schon mal zu Gott gesprochen? So, Themawechsel. Ne? Ich glaube, der Schief ist vom Klo wieder runtergekommen gerade. Was ist der? Besser ist es. Klo wieder gekommen. Also eigentlich wollte der Kief suchen, aber... Was Kuft den Games Sound kann auch nennen. Was? Ja, war ein schöner Keller, wisst ihr. Wirklich, klasse. Das ist nicht die Frau Fletcher-Rabauke. Das ist Frau Riker. Was? Müh. Mai ein bisschen, was? Ja, herzlich willkommen zum allerersten Tag, wo es heißt, dass Sie die einzigen Police Officer sind, weil den Rest haben wir rausgeschmissen, weil das einfach unfähige Vollidioten waren. Ja, wir sind nicht unfähig. Richtig so. Ob sie fähig sind und unfähig sind, das wird sich in den nächsten Monaten, Tagen, Wochen zeigen. Wofür? Ansonsten, was heißt das für Sie? Sie übernehmen alle heute eine schwere Aufgabe. Diese Aufgabe ist, vieles zu machen, was auch meine Aufgabe eigentlich wäre. Und das heißt, nehmen die Leute entgegen, kümmern sich darum, dass die Leute ja wie in einem Restaurant bedient sind und nicht sich langweilen da vorne, wenn sich da irgendwelche Leute stapeln sollten. Einfach zu mir durchschicken. Ich kümmere mich um den Rest, aber naja, bleiben Sie einfach gelassen dabei. Wichtig für Sie ist unten unser Rodrigo, der parkt gerne mal ein falsches Fahrzeug ein und aus. Der hat so ein bisschen mit den Augen. Gehen Sie mit ihm mal seine Liste durch und streichen Sie oben links am besten die Fahrzeuge an, dann klappt das auch. Ansonsten mit dem Aktensystem, irgendwelche Fragen, irgendwelche Sachen. Herr Professor, hallo. Alles verständlich, Chief. Gut, da brüllt schon wieder irgendeiner. Ja. Mein Gott. Warte. Geh raus und reiß dir den Arsch auf. Nein. Was das? Warte mal noch kurz. Nein, gar nicht. Nein. Okay. Ich dachte schon, jetzt kann anfangen mit der Welt retten. Professor Briggs, jetzt beruhigen Sie sich mal. Ja, also ich bin nicht wie ein Wahnsinniger von vorne runtergesprungen. Also Mann, ich muss mir gleich irgendwo mal eine Mütze kaufen, ey. Ja. Ich glaube, die verdienen nicht so ganz gern die Leute, die im Dienst sind. Musst du nämlich mit Zivilen gehen. Ich würde gerne meine Brille kaufen. Ach, verdammte Scheiße. So. Schon die erste Kundschaft vorne? Ja, ja. So. Wichtig ist, Sie sind dafür zuständig, in Zukunft zu zeigen, was Sie können, wo Sie hinwollen. Der Weg nach oben ist offen für Sie alle. Was Sie daraus machen, ist Ihre Entscheidung. Wir übernehmen jetzt am Anfang die Einweisung für viele neue Officer, die kommen werden, gehen werden, was auch immer. Wir müssen dann erstmal zum Friseur. Sag's euch. Stellen Sie sich hin, helfen Sie den Leuten. Wild. Es werden auch Leute kommen, die absolut gar keine Ahnung von diesem Job haben. Aber dafür sind Sie hier, um das zu lernen. Nehmen Sie die an die Hand. Helfen Sie dem ein bisschen. Seien Sie nicht so zapp. Darab bei denen. Das Wichtigste ist, dass wir Officer haben, die Ahnung davon haben, von dem, was sie tun und was sie nicht tun sollten. Wenn das andersrum läuft, haben wir ein Problem. Dann sitzen wir jeden Tag hier. Habe ich auch keinen Bock. Sie auch nicht. Oh, der Baytrain ist da. Gut, ansonsten nächste Woche kommt eine Donut, also irgendwie Ende der Woche oder nächste Woche kommt eine Donutlieferung, Essungslieferung, die Automaten werden befüllt. Geil, so. Donuts. Und trinken, natürlich auch. Bei weiteren Problemen melden Sie sich bei mir oder sonstiges, hinten im Büro. So, der erste steht vorne, den können Sie reinlassen, können Sie zu mir schicken, dann quatsche ich den ein bisschen voll. Ansonsten gucken wir mal, wie das heute aussieht, können auch rausgehen, Streife fahren. Einen Teil können Sie sich selber.
Haben Sie die Leitstelle? Alles klar, ja. Chief Boss. Wenn die jemand nehmen möchte, kann das gleich tun. Ja, ja, Sir. Wo hast du deinen Ballermann, Kleiner? Ja, klar, ich hab die Ballermänner und so, ja. Ja? Okay. Ja, klar. Wo geht's denn hin? Wenn? So, bitte. Dann jo. Könnt ihr den ersten Patienten mal hinterschicken. Gucken wir mal, wer der erste Patient da ist. Genau, ja. So, du bist der erste Patient hier, oder was? Nein, ja, klar. Ja? Alles klar, komm mal mit. Aber ja, ich komme. Scheiße, man, gab's die Frisur auch in schön? Boah, was ist denn das für ein Stuhl, ey? Das ja. Einfach rein, Herr Officer, oder? Ja, ja, komm rein hier. Ja, ich komm doch schon. So, Kleiner, ja, du machst die Tür zu. Also, ja, der muss warten. Außerdem ist es nicht meine richtige Frisur. Ach so, ja. Die Frau beim Friseur hat scheiße geschnitten. Ich wollte gerade sagen, den Rechtsstreit würdest du gewinnen, ey. Ja, normalerweise sind ihr. Yep, besser ja. Ist es. Ja, so, komm hierher. Wo ist denn der Chief Boss? Ja, hier. Hier vorne. Warum reden die immer alle, warum brüllen die alle so? Ja, hier ist der erste Patient, komm her. Kann der schon rein oder soll er warten? Wie wär's denn, wenn ihr mal so. Ein bisschen leiser rumbrüllt durch das ganze Gebäude? Alles klar, Chief Boss. Ich kann gleich reinkommen, wenn hier Riker raus ist. Alles klar. Jetzt haben wir so. Wegen dem Ärger bekommen. Ja, Mann, wegen dir haben wir jetzt Ärger bekommen, Alter. Nee, wegen mir doch nicht. Natürlich wegen dir. Nein. Du schreist doch hier rum. Ich schrei gar nicht rum, ich red normal. Natürlich, du schreist hier rum. Ja, du hast rumgeschrien, Mann. Scheiße, Mann, setz dich jetzt da hin und warte, dass der Chief zu dir kommt, Mann. Jawohl, mach ich. Der Chief Boss. Und? Was ist noch? Los geht's. Hast du irgendwelche Waffen oder Drogen einstecken? Ich soll ich das nachgucken? Ich bin gerade eingereist. Der Flug ja, kann das sein, dass du was reingeschmuggelt ja. Hast? Ja, sicher. Ja, sicher, 100%. Du bist sicher, du hast keine Waffen, keine Drogen hier reingeschmuggelt, ja? Okay. Jetzt gehst du da rein, du Schwarz. Jetzt kannst du da reingehen. Nee, wirklich. Natürlich, ich geh jetzt da rein. So, macht euch bereit, ich geh jetzt rein. So. Ja. Ja, mach einen richtig dramatischen Aufgang. Ich sag's dir, Abgang meine ich. So. Das wäre einer. Ich hab ihn gefragt, ob es die Frisur auch in schön gibt. So, ich habe jetzt kurz mit dem Chief gesprochen, also wir müssen jetzt erstmal irgendwie ein System finden, ne? Ich werde jetzt so ein paar Sachen auch im Funk entspannt halten, einfach, ich habe jetzt halt nur das LAPD als Vergleichssystem. Ich weiß nicht, wo wart ihr vorher? Piep, du warst nämlich nirgendwo, ne? Ja klar, ich war warst nirgendwo. Warst du nirgendwo? Ach du Scheiße, jetzt habe ich noch hier so ein Greenhorn dabei. Ja, ja, das sage ich. Aber ich kenne mich total aus, ich habe viele Dokus geguckt und so. Ich weiß, wie man die ganzen Verbrecher schnappt. Das ist also, wunderschön. Wenn ich jemanden befragt habe und sowas, wunderbar. Kann ich ja, ich nehme den gleich mal mit auf Streife hier. Hier, Streifensystem. So, ich habe jetzt, also ich würde das von Dings vom LAPD übernehmen. Ich habe mich jetzt als LM007 erstmal eingetragen. LM007, wie ist denn das beim LAPD? Ach du Scheiße, Mann. Beim LAPD hast du phonetisches Alphabet. Adam heißt einfach, dass da eine Zweierstreife fährt. Ich würde uns Alpha nennen, weil wir sind die Alphas. Alpha ja, ist aber nicht phonetisches Alphabet. Wie geht denn das dann? Such dir da mal einen Buchstaben aus und trägst uns da mal eine Streife ein. So ein Scheiß gab's bei uns drin. Dann müsst ihr die Fahrzeugkennung nehmen. Also nehmt Adam mal in das Streifensystem. Ja. Und dann nehmt ihr die Fahrzeugkennung. Was will ich, setzt euch auf die 13 oder so, dann seid ihr Adam 013. Also ich würde eigentlich sowas wie cool, Streife 07 oder so. Ah, so siehst du schon aus. Nenn uns Bad Boys 01. Bad Boys 01? Kann ich das so nehmen? Nein, Mann, du machst eine ordentliche Streife, verdammt, Mann. Scheiße, Scheiße. Was soll ich jetzt da reinschreiben? Jetzt müsst ihr mir schon helfen. Adam-013 und dann fahrt ihr mit der 13. Ich? 013? Ja. Ja. Ihr müsst mal gucken, ich glaube, die Fahrzeuge sind komplett leer. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir mal ein paar Handschellen noch mitnehmen oder sowas. Du Scheiße, Mann. Ja, schon mal ein bisschen Stuff. Handschellen, Kisten irgendwie, ja. Bitte. Weiß gar nicht, haben wir hier eigentlich irgendwo erste Hilfekästen oder sowas vorrätig? Nee, ne? Ich hab keine Ahnung, Mann. Ich bin hier nur hergekommen, wurde hier eingestellt in dem Schinken hier.
Pass auf, ich nehme mal noch. Das ja, noch mit. Soll ich das so Handschellen ins Auto legen oder was? Ja, da schlägt man noch 3 Paar Handschellen ins Auto, komm. Ja, packst vielleicht vorne ins Handschuhfach mit rein. Schub erstmal aus. Die Ersatzmagazine. Leuchtfackeln wären vielleicht nicht verkehrt, hä? Ja, Leuchtfackeln habe. Ja. So. Ich guck mir das mal an jetzt da unten. Brauchen wir richtige Knarren? Ja, natürlich, du brauchst immer einen Ballermann am Mann. Ja klar, hab ich mit dir. Hast du auch deinen Taser am Mann? Ja klar. Ich sag dir, wenn wir rausgehen und du hast keinen Ballermann einstecken, da reißt dir den Arsch auf. Nee, hast du überhaupt schon eine Einweisung bekommen für das Ding? Ja klar. Der wird ja wohl wissen, dass man das sich nicht an den Kopf hält. Genau. Immer schön so zielen und dann so peng und so, ja. Voll alle abknallen und so. Wenn man dann, warte, hier, wie heißt denn du hier, Larry? Nee, wie? Donner, ja komm, dann gib mir doch mal eine Karre, was haben wir da Schönes? Wie, Donner? Ein Scharnier, ein Buffalo, was hast du noch hier? Ein Interceptor, ich weiß noch nicht, was ich will. Buffalo ist nicht super, ein Scharnier aber auch. Du Scheiße, ja die ganzen anderen Karren will ich doch gar nicht, Donner. Junge, Mann, übertreib's doch nicht. Gib mir doch mal hier so ein. Keine Ahnung, Mann. Gib mir so einen Buffalo. Ja, genau, so ein Buffalo. Ja, Mann, danke. Ja, klar, danke schön. Ja, ciao. So, jetzt gucken wir erstmal rein hier. Wenn ich den Kies noch weiter rein hier, scheiße, ich würde den Hals. Was ist denn mit dem los, Mann? Hat er seine Tage oder was? Schon wieder wegen dem Typen, ich sag's dir. Meinst du? Ja, natürlich. Der dreht komplett durch, ey. So, kommen wir mal rein hier. Oh, hier ist eine dicke Kiste. Oh, sogar ein Feuerlöscher drin. Da sind schon Handschellen drin. Oh ja, schon Handschellen drin. Hauptsache, ich habe jetzt 3 Paar Handschellen hier in der Hand. Ja, ach so, nee, stopp. Ja, ich gehe mal noch welche holen. Da ist ja noch gar nichts drin, Mann. Steht doch ganz kurz dein Inventar. So. Ach, das wird lustig. Ich war dann vielleicht nochmal da weg. Ah, Jule. Jawohl, wieder Kopf. Kief ist wieder am Start. Ich gehe gleich erstmal zum Friseur und hol mir eine andere Frise, weil ich sag's euch. Der Kief wird ein Trendsetter. Ja. Hab ich meine Tasche mit? Hast du die richtigen Handschellen geholt? Denke doch. Keine Ahnung. Die 0815er, nicht die 9316er. Sind ja die richtigen, oder? Guck mal. Dann leg die mal hier rein, dann guck ich mir den. Ja, guck das mal an. Ja. Ja, die sehen gut aus. Solange die keinen Plüsch drum haben, ist alles okay. Ich habe noch 2 Westen mitgebracht und so. 3 Westen. Clever, ja. Ja, komm, da sind wir einsatzfertig. Ja, so, kannst du Auto fahren? Ja, klar kann ich Auto fahren. Ja? So. Kennst du dich hier schon aus? Was? Kennst du dich hier schon aus? Na klar, ich bin Profi und so, ja. Ach du Scheiße. Haben wir hier eigentlich irgendwo kostenlose Verbandskästen? So, warte mal kurz. Muss ich mal ganz kurz gucken hier, so. Gut, tue ich das doch einfach hier so. Ja. Scheiße. Okay, das passt, denke ich. So, erste Amtshandlung. Fahr mich mal schnell hier zu einem Dingsbums irgendwo hin. Ja, ich muss auch meine Brille oder sowas. Ach du Scheiße, warte, ich mach mal die scheiß Garage auf. Verdammte Scheiße, danke für deinen Sub, Mann. Machst du die wieder zu, oder? Nee, die lassen wir auf. Oh, ich hab, glaube ich, warte mal ganz kurz, ich mach ganz kurz die Tür zu fahren, zumachen, bevor hier irgendjemand einbricht. Wollte das jetzt nur testen, danke dir, Schiefbummel.
Danach funktioniert er. So, wohin hinter? Dreh mal hier. Warte mal, ich muss ja hier auch mal einen Funk. Funkcheck. 450.10 ist die richtige. Die richtige? 10? 10, ja, genau. Es gibt drei Dingsbums. Eins für Marshall, eins für Marshall und Polizei und eins für Polizei. Funkcheck. Check. So, wo sollst du jetzt hingehen? Ja, keine Ahnung, guck dir mal ein bisschen die Stadt an. Du musst ja hier mal ein bisschen Orientierung lernen. So. Schauen wir mal. Von dem Taxi. Oh, guck mal hier rechts. Ist das ein Kleidungsladen? So, wir gucken einfach mal. Ja, es sieht nach einem Kleidungsladen aus. Ja, ich packe am besten mal hier so an der Seite. Wir sind im Dienst, Mann. Was willst du im Dienst jetzt im Kleidungsladen? Ja, klar. Scheiße, wo wolltest du denn hin? Hast du nicht gesagt, du brauchst eine Mütze? Nee. Scheiße, dann. Die kaufe ich mir schon privat. Scheiße, was ist mit meiner Brille? Ich brauche eine Brille. Was für eine Brille, Mann? Brauchst du eine Brille zum Auto fahren? Warum fährst du ein Auto? Scheiße, was? Nein, ich fahr. Scheiße, lass mich doch einfach in Ruhe. So. Scheiße. Fahr mal Richtung Flughafen. Okay. Weißt du, wo der ist? Ja klar, bin ja von da gekommen. Jupp. Jupp. Ja, jetzt sind wir schon beim Kreis gefahren, das ist schon mal gut. Ja, genau. Scheiße. Ist eigentlich eine Ahnung. Ich würde das hier alles mal angucken. Mann, fahr nicht zu schnell dahin. Ja, ist okay. Okay, halt mal an. Ja. Und lass uns mal rumdrehen. Rumdrehen? Ja, mach mal Blaulicht an und fahr einfach mal da vorne, dann biegst du rechts ab. Oh, hier? Ja. Was hier? Ja, genau so, ja. Jetzt biegst du hier rechts ab. Darf man überhaupt so fahren? Nein, deswegen haben wir Blaulicht an, damit wir niemand anders gefährden. Ach so, ja klar. Verstehst du? Ja, klar. Und da vorne biegst du dann gleich, machst du einen U-Turn nach links. U-Turn, ja. Ja. Perfekt, jetzt kannst du Blaulicht wieder ausmachen. Und fährst du einfach geradeaus. Das sind also die Tricks. Okay, verstehe. Muss ich mir merken. Was für Tricks? Ja, alles gut. Nach links, nach rechts. Rechts. Ja, links hoch, oder? Ja, fahr hier mal links hoch. Ja. Hört sich gut an. Fahr mal einfach mal nach Schnauze, freie Schnauze. Okay, freie Schnauze, ja. Ach du Scheiße, nee, halt an, Nick. Ja. Was ist denn hier? Wir könnten auch mal eine Runde Kart fahren mit dem Polizeiauto oder so. Siehst du? Und jetzt biegst du hier links ab. Verdammte Scheiße, ey. Was ist hier für ein Ghetto? Keine Ahnung, Mann. Aber wenn du so schnell daran vorbeifährst, kann ich es nicht angucken. Scheiße. Was willst du dir jetzt angucken? Das sieht scheiße aus dort, ja. Nach rechts jetzt, oder? Ja, fahr nach rechts. Waren wir doch vorhin schon, ja. Ja, fahr mal hier nochmal Richtung PD so. Weißt du den Weg, ja? Ich glaube in die Richtung, oder?
Ja, verdammte Scheiße, genau. Scheiße, wo fahr ich jetzt lang? Links oder rechts? Ich fahr jetzt geradeaus, geradeaus einfach. Oh, Kacke. Ja, aber ja Scheiße, Mann. Da war rechts und da war links. Und ja, ach du Scheiße. Scheiße. Oh Gott, ja, halt doch, bleib doch mal auf der richtigen Spur, Mann. Ja. Also, ich glaube, du musst erstmal ein Fahrtraining machen. Ich sag dir, wie es ist. Genau. Weißt du, wie schnell man hier innerorts fahren darf? Na klar, 80 natürlich, 80. Ja, kann sein, ja, ja, ja. Ja. So, fahr hier mal links. Oh, ja. Nee, das falsche links. Wir haben natürlich, ja, wir haben, hast gesehen, Blaulicht und so. Ja, hab jetzt rechts. Und jetzt rechts, genau, ja. Ja, ja. Und hier nochmal rechts. Oh, rechts, ja. Oh, oh Gott, scheiße. Und halt hier mal an. Oh ja, jetzt halt ich hier an. Ja. Ich hab hier angehalten. Ja, aber stell dich mal richtig hin, in die Begrenzung so richtig rein. Oh, klar. Ja, so, genau, ja, richtig. Und stopp. So, gucken wir uns hier das Ganze mal an. Ja klar, gucken wir mal rein hier. Frage, gibt es irgendwelche Aufgaben aktuell? Du hast doch einen Rookie mit bei dir auf dem Fahrzeug, oder? Je. Na dann zeig dir mal, wie das Ganze funktioniert. Je. Hallo die Dame, schöner so. Hut, schöner Hut. Okay, komm. Komm, komm, komm. Lass die Dame in Ruhe, ich wollte nur gucken, ob es dir gut geht, ja? Ach so, ja. Mach ich auch immer so. Ja, man muss ja ein bisschen Socializing hier machen. Genau. Soziale Kontakte pflegen und kennenlernen und so. Dass du überhaupt weißt, was soziale Kontakte sind, das wundert mich ja. Natürlich, ich will doch irgendwann mal die Welt retten, da brauche ich soziale Kontakte. Warum willst du die Welt retten? Ja, überall Kriminelle. So, warte, warte, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, ja, klar. So. Du warst also, du bist neu, ja, hier in dem Business, genau. So. Jupp, ich bin voll neu. Ja, also voll, komplett neu, du hast keine Ahnung. So richtig, ich bin komplett neu. Okay, kannst du dir denn vorstellen, was wir hier so machen? Also, ich meine, wir tragen ja hier jetzt so Ballermänner und sowas, ne? Das machen wir ja nicht einfach zum Spaß. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Ja, was meinst du denn, was wir damit so machen? Gießen? Ja, scheiße, Mann, wann? Naja, wenn jemand frech wird. Wenn frech wird. Yep, yep. Heißt, wenn jemand zu dir Idiot sagt, holst du deinen Ballermann raus und knallst ihn weg, oder was? Ja, so ungefähr. Scheiße, Mann, nein! Ach so, ja, natürlich nicht. Nein, das war natürlich nur... Das war ja nur ein Spaß, ja. Ich schieß den weg, wenn... Wenn... Ja, warte kurz. Ja. Wenn... Gott, was sag ich denn jetzt? Scheiße. Ach so, natürlich, natürlich. Wenn der Zivilisten oder sowas einfach schaden könnte. Genau. Scheiße, Zivilisten Mann. Schaden. Check. Also. Die wichtigste Regel ist, dein Ballermann bleibt stecken. Außer du musst dich damit verteidigen. Oh ja. Hallo, hallo. Alles klar? Ja, kürzester Weg zum Gebrauchtwagenhandel? Kürzester Weg zum Gebrauchtwagenhandel, da fragst du mich was hier. Guck ich glaube, da sind wir vorhin dran vorbeigefahren. Muss ich hier mal gerade mal gucken. Mein ja, schau mal. Oder ihr sagt mir, wie ich zum Tablet-Shop komme. Das ist die andere Variante. Das ist oben im Norden der Stadt. Ja, also ich würde sie natürlich jetzt mitnehmen, aber das könnten wir ja nicht machen oder nein, so, oder? Nein, dürfen sie nicht. Genau, das dürfen naja, wir nicht. Wat? Genau. Was wir das dürfen, ist ja kein was Notfall. Nicht? Nein, Notfall ist auf keinen Fall. Genau, es könnte ja keiner aber sterben dabei, genau. Ja, ich aber grundsätzlich. Moment, bleib hier. Also, Sie kommen in die Richtung, glaube ich, dort hinten, zum Gebrauchtwagenhändler oder sowas. Okay. Und ich glaube, in die Richtung kommen Sie zu dem Tabletladen. Das war mir vorhin. Ja, dann erstmal Gebrauchtwagen, den Rest fahre ich dann. Wie sieht das aus mit Führerschein?
Ja, mit Viererschein. Kriege ich den ja bei Ihnen an der im PD oder? Da fragen Sie am besten so in der Stunde nochmal am PD nach. Okay, genau, ist klar. Genau. Ja, ich möchte ja nicht irgendwie Strafzettel kriegen wegen Fahren ohne Führerschein oder so. Ja. Oder sowas. Sie sind doch keine Krimineller, ich merke das schon. Ja, der Gebrauchtwagenhandel, ne? Guter ja. Ja, Bürger. Da fahren Sie hier vor. Da gehen Sie hier die Straße geradeaus. Ja? Die Kreuzung geradeaus und die nächste biegen Sie links ab. Alles klar. Ja? Links Schau abbiegen ich. Und dann ziehen Sie die Straße komplett durch. Und die biegt dann. Ja, also sie, dann kommt eine Kreuzung, da fahren Sie vorbei. Dann kommt die zweite Kreuzung, da fahren Sie geradeaus weiter. Und dann einfach dem Straßenverlauf folgen. Und dann kommt der Gebrauchtwagenhändler auf der rechten Seite im Postelcode 4002. Alles klar, das finde ich, danke. Ja? Gute. Alles klar. 50. Schön, ja. Alles klar, gleichfalls. Jupp, ciao. Ciao. Ciao, jo. So, also, komm. Hallo. Eine kurze Frage bezüglich den Führerschein. Ja, am besten in der Stunde nochmal am PD nachfragen. Ja, ich wollte nur fragen, wie das allgemein abläuft, weil meinen durfte ich nicht mit dir herbringen. Ja, deswegen. Also, deshalb da mal nachfragen in der Stunde. Alles dann kann man Ihnen da vielleicht was genaueres sagen. Perfekt. Aber bis dahin dürfte ich natürlich auch so fahren. Warten Sie mal. Ja. Ja, mal Frage in Funk. Wie läuft das mit Führerschein und so für Leute, die jetzt hier einreisen? Das stimmt. Das ist verständlich. Niemand will gerne Strafzettel bekommen und sowas. Biskaya, danke für dein Follow. Da haben wir aktuell noch keine Infos drüber. Heißt da am besten mal an die DOJ wenden, ne? Also ich kann nur empfehlen, sich da mal an die DOJ vielleicht zu wenden. Okay. Klär das mal kurz ab. Aber vielleicht auch nachher nochmal fragen, weil dann kann man vielleicht auch was genaueres sagen. Alles klar. Nummer ist die 900. Genau. Ah, alles klar, perfekt. Okay. Da bedanke ich mich. Ja, ja, gerne. Problem. Ich wünsche soweit noch einen schönen Tag. Ebenso, ja. Oh, gleichfalls. Ciao. Ciao. Ja, kommen Sie gut an in Ihrem Ziel. Sie sind der Hammer. Der Burner sind Sie, ja. Scheiße, ja. Mann. Das wird doch mal nicht sentimental. Scheiße, ja. Also, wo waren wir jetzt? Ja, genau, wo waren wir jetzt? Wann ziehst du deinen Ballermann? Das ist die Frage. Was habe ich denn vorhin gesagt? Ach so, ja, natürlich, wenn Leute angegriffen werden und sowas. Ja, wenn genau. Wenn es ja, Zivilisten ja. gibt, die dabei verletzt werden können. Also Mann, wenn der Typ da, der da reingelaufen ist, jetzt hier rauskommt und zieht einen Ballermann und zielt mit dem auf uns, dann ziehst du deinen Ballermann auch, aber dann siehst du erstmal zu, dass du deinen Arsch hinter das Auto bewegst, damit du Schuss hast. Ach, soll ich das mal vormachen ungefähr? Ja, spring mal hinter das Auto, aber okay. Zieh den Ballermann nicht. Oh, ja, fast. Oh, scheiße. Fast. Ja, Ballermann. Nein, nicht ziehen. Oh, nicht ziehen, ja, natürlich nicht ziehen, oh ja. Eigentlich würdest du ihn ziehen, aber du ziehst ihn jetzt nicht. Oh, pass auf, dann mach ich so, ja. So, ja. So, ja. Dann, ja. Und dann, ja, genau. Peng, 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 peng. Nein, es wird auch nicht direkt losgeschossen. Peng, peng, es wird erstmal gesagt, nimm den Ballermann runter. Ach so, wird dann ja. gesagt. Ja. Okay, warte, ich will nochmal, gib mir noch eine Chance. Also. Ja, okay, auf drei. Ja. Guck, der Typ kommt da jetzt und jetzt los, drei. Oh. Scheiße. Scheiße, Mann, ich muss dir mal zeigen, ja, wie man das richtig macht. Mach den Ballermann runter, mach den Ballermann. Scheiße, mach den Ballermann runter, du Arschloch. Peng, peng, peng. So? Ja, so ungefähr. Ja. Lässt sich noch ein bisschen besser tunen. Okay, ja. Wo fährt denn der hin? Der fährt viel zu schnell, den müsste man eigentlich anhalten. Scheiße, Mann, nein, der fährt nicht zu schnell. Und diese Kriminellen. Du brauchst doch gar nicht. Ich sag's dir gleich, du brauchst ja gar nicht anzufangen, nur weil da einer irgendwie meint, weil du denkst, der fährt ein bisschen zu schnell, dann jeden direkt hier anhalten. Den müssen wir direkt festnehmen, so ein Da reiße ich dir den Arsch auf, wenn ich sowas mitbekomme. Achso, nicht machen natürlich. Ja, nein, nee. Das wollte ich natürlich nicht machen. Das wäre ja fatal, wenn man sowas machen würde, ja. Ja, ich reiß dir den Arsch auf, ich sag dir, wie es ist. Aber wenn du irgendeinen Arschloch anhältst, der wird beleidigt oder so, dann nimmst du den halt mal mit in die Gasse und dann haust du dir mal ein paar auf die 12, verdammt. Oh ja, auf die 12, und das ist gut. Ja, das sind nämlich alles Kriminelle, die haben das verdient, ja. Ja?
Wenn der ein frisches Maul hat, dann kriegt er halt mal das Maul gestopft. Verdammte Scheiße. Ach so, da schießt man nicht, da verprügelt man den einfach. Ja. Verstehe ich schon. Und immer, immer schön auf die großflächigen Körperteile, wo du nichts großartig verletzen kannst, wo es nur blaue Flecken gibt, so, weißt du? Ach so, sowas wie Arsch. Ja. Ja, scheiße, Mann, du sollst da niemanden den Arsch holen, Mann. Du sollst den Arsch aufreißen. Oder das Esszimmer mal renovieren. Aber das tut ihm doch weh. Ja, wenn er frech ist, dann muss er da mal durch. Oder wenn er beleidigend wird oder sowas. Ach du Scheiße, kriege ich das überhaupt hin? Ja, weiß ich nicht, ob du das mit deinen Spatzenärmchen packst. Scheiße, ich bin voll muskulös. Scheiße, Mann, da sehe ich nichts von. Guck mal. Scheiße, Mann, zum Glück stehst du so. Wenn ich von der Seite gucke, da sehe ich dich gar nicht. Da gucke ich vorbei. Scheiße, dann guck nicht von der Seite. Dann steh, wie es ist. Ja. Also, das wird schon wild, sage ich dir. Oh ja, wird richtig wild, ja. Ja, und wenn jemand ganz frech ist, sage ich dir, dann nimmst du den mit und ziehst mal die Nasenhaare oder so. Nasenhaare, ja. Dann brauchst du immer so ein bisschen Kleber, musst du einmal einstecken haben und so komische Stäbchen. Dann kannst du jemand mal schön die Nasenhaare ziehen, sage ich dir, wie es ist. Aber das macht man eigentlich nur mit den ganz Kriminellen, weißt du? Das macht man nur mit ganz Kriminellen. So. Ich glaube, hier passiert jetzt nichts groß. Da vorne, kriminell! Oh nee, das Scheiße, war ein weißes Auto. Ja. Von einem weißes Auto. Nicht jedes Auto, was hier auf der Straße fährt, ist kriminell, Mann. So, ja, ich dachte schon. Du siehst eher aus wie ein Krimineller. Warst du mal kriminell? Ich riech sowas, das sag ich dir, wie es ist. Ich war noch nie in meinem ganzen Leben kriminell. Ich sag's dir. Info von der 19, die aktuellen Gesetze kommen morgen in das Aktensystem rein. Sollten bis dahin von irgendwelchen Bürgern Fragen entstehen, sechs Führerschein ähnlichen. Mann, was machst du da? Scheiße. Was hat er gesagt? Sollten Fragen entstehen? Was ist dann? Keine Ahnung. Was haben die gesagt? Info von der 19, die aktuellen Gesetze. Gesetzestexte kommen morgen ins Aktensystem. Bei allen aktuellen Fragen, die Bürger haben, sollen sie sich ans DOJ wenden. Okay, warte, das mein... Check, PD 50 Piep verstanden, over. Sie müssen wir dagegen checken, oder müssen sie over sagen? Okay. Da ist man... Und so werden wir uns immer hinstellen, wenn wir aussteigen. Was ist hier los? Okay. Wenn wir, ja? Ja, so machen wir das. Ja. Ja, verdammte Scheiße. PD90-Funkcheck. So, jetzt fahr ich mal Auto. Okay, ja. Scheiße, Mann, wie hast du dir den Sitz hier eingestellt, Mann? Ist ja furchtbar. So, wir gucken mal, wo die Busse hier sind. Guck doch mal hin, wo du hinfährst. Guck doch nicht nach oben. Du bist doch verrückt. Sonst muss ich dich gleich festnehmen. Scheiße, Mann, warte mal, mir klemmt da was im Schuh. Ich kann nicht richtig aufs Gaspedal drücken, weißt du? Ach so. Warte mal, ich muss meinen Schuh mal ausschütteln. So. Ah, ekelhaft. Ja, perfekt. So, hier ist das Krankenhaus, falls du es noch nicht gesehen hast. Oh ja, Krankenhaus, ja, wichtig. Ja. Krankenhaus mit Krankenwagen und sowas, ne? Kennst du? Ja, so richtig so mit kranken mit Männern und Krankenschwestern, ja. Ja, ganz genau. Krankenbrüdern und Krankenschwestern. Ja. Die Krankenbrüder. So. Dann kannst du mal auf deinem Tablet auf die Karte gucken, was es hier noch so gibt. Ja, wenn du mal irgendwas sehen willst, gucken wir mal ein bisschen rum hier. Oh, fahren wir nach rechts, genau. Die nächste wieder rechts. Warum? Was ist da? Das ist ein Schuhladen. Da vorne. Da, oh, guck mal, da vorne ist ein Dings. Da rechts. Naja, wir gehen da am Dienst nicht rein. Wir shoppen nicht im Dienst. Ja, aber man könnte ja mal gucken gehen. So ein bisschen Smalltalk. Ja. Warte mal. Taxi hat uns verfolgt. Da musste ich kurz mal umdrehen, weißt du? Ach so, verstehe. Jetzt hast du. Ja, okay. Da
Fahren die weg? Tiflin? Ja, ja, ein bisschen Verfolgung aufnehmen, meinst du, oder was? Natürlich. Nee, beruhig dich, okay, alles cool, ja, Mann. Ist alles cool. Genau, okay. Meinst du, die haben den Laden hier überfallen? Nee, oder? Nee, niemals. Also gehen wir mal rein, fragen. Gut, awesome, danke für dein Follow. Krankenhausrichtig für Kief. Nee, der Kief hat nicht mehr so viele Autounfälle jetzt. Scheiße, glaub, Mann, was für Treter hier, ey. Oh ja, Mann, der sieht, ja. Yep. Ey, hast du irgendwelche Drogen einstecken? Hm. Glück gehabt. Ja, dann zünden wir dich hier voll, ja. Sei froh, dass ich meinen Drogenhund nicht dabei hab. Genau, er sagt's dir. Er macht dich voll fertig, wenn er das will. Scheiße, wie ist dein Name? Michel? Ja? Piep. Yep. Piep, Officer Piep. Genau, Officer Piep. Okay. Scheiße, Mann. Warten mal hier kurz. Yep. Guck mal, was hier so passiert. So, da guck ich mal. Pass auf. Schreibe ich mir das hier alles mal auf, was hier so los ist. Und was schreibst du dir auf? Was hier so los ist. Wenn hier irgendwas ist, wenn ich hier irgendwas sehe. Irgendein Schnellfahrer, da wird ja ganz schnell geblitzt und so, ja, zack, zack. Direkt Kennzeichen aufgeschrieben und dann wird hinterhergefahren mit Blaulicht. Wenn der frech wird, der kriegt einen aufs Maul, hast du vorhin selber gesagt. Scheiße, Mann, du musst mir schon richtig zuhören. Nicht, wenn er frech wird, wenn er respektlos wird, dann kriegt er aber aufs Maul. Nein. Guck dir das an. Pass auf, so, da wird geguckt. Hat er sich nochmal ganz schnell gerafft, du, ich sag's dir. Oh, das war ein U-Turn. Du Scheiße. Der fährt einfach weiter. Nicht reagieren. Nein, nicht reagieren. Du darfst bei sowas nie reagieren. Bleib einfach stehen. Wir müssen ja verprügeln. Du darfst bei sowas nicht loslaufen. Ja. Ich verprügel dich gleich. Dann kannst du aufschreiben, wie du willst hier. Oh, jetzt aber. Nein. Der will dich jetzt nur provozieren, dass du jetzt ins Auto springst und hinterherfährst. Verstehe. Nee, jetzt kommt er, jetzt traut er sich her. Warte, pass auf. Steigt aus und direkt Handy in der Hand. So Typen mag ich. Was schreibst du da eigentlich? Kannst du überhaupt schreiben oder malst du? Hä? Rechne gerade das Haus vom Nikolaus. Ja. Hau ich dir zu. Oh, ich hab's geschafft. So, ich hab's geschafft. Brauche ich nicht mehr weitermachen. Tag ist für heute abgeschlossen. Je. So, gucken wir mal, was der Taxifahrer da macht. Danke für deinen Genau, gucken wir mal. Rakesh, danke für dein Gifted Sub an Dude Awesome. Danke. Hallo. Yeah, hallo. Geht ihr ab? Nee, alles cool, Mann. Ja, nicht einen Schuhladen zeigen. Ja, Schuhladen. Ja, was kriegt man denn hier denn noch so gezeigt? Also natürlich den Stadtpark, dann den normalen hier Krankenhaus. PD, siehst du, da sind wir noch nicht vorbeigefahren. Ja. Aber ja. Wenn du Scheiße baust, können wir dich auch direkt mitnehmen, wenn du magst. Das hieß es auch. Oh, nee. Ich glaube, von außen reicht. Ja. Was bekommt man noch so gezeigt? Vorhin wollte jemand unbedingt zum DOJ. Dann habe ich auch gefragt, warum er dahin möchte. Ja, er ist Staatsanwalt. Ich so, okay, ja. Da fahren wir halt dahin, wenn er das sehen möchte. Mhm. Und sonst so ganz normal. Die Gebrauchtwagenhandel hatte ich jetzt auch schon öfter. Ja. Dass die Leute dahin möchten. Clever. Ja. Ja gut, da wollen wir sie gar nicht länger aufhalten. Ja, alles gut. Genau. Wenn sie was sehen, rufen sie uns an. Was soll ich denn sehen? Ja, das Verbrechen oder so, sie wissen doch. Wenn eine Katze vom Baum gerettet werden muss, da komme ich gerne. Ruf ich... Stimmt. So, Feuerwehr, die Bewerber können ruhig nach hinten gebracht werden. Sie können doch mich anrufen, ja. Ja, und woher soll ich wissen, wer sie sind? Ja, vielleicht stellst du dich mal vor, Mann. Hallo? Ich bin der Piep, PD50, ja.
Alles klar, okay. Die 15. Cop caller, man. Genau, Cop, ja. Genau, so machen sie das, genau. Alles klar, wenn ich eine Katze irgendwo sehe, die runter muss, dann sage ich, PD50, Piep muss kommen, okay. Ja, Mann, der Katzenkopf. Okay, genau. Alles klar, kriegen wir hin. Also, dann wünschen wir Ihnen einen schönen Tag und genießen Sie das Wetter und so, ja, ich wünsche Ihnen was, ja. Genau, ja. Ciao. Oh, tschüss, schönen Abend. Tschüss. Und, war das gut? Ja, ich bin besonders stolz auf dich, dass du so dagestanden hast, wie wir das gesagt haben. Genau, genau. Sehr gut. So gehört sich das ja auch. Müssen wir ja so machen. Scheiße, Mann. Der Schlüssel, der hängt manchmal. Ja. So, also ich guck nochmal hier. Wenn man so, sonst noch guck mal auf die Karte, wo die DOJ ist. Da steht das mal noch. So. Ich guck mal auf der Karte. Nächste links. Nee, genau. Je. So, dann müssen wir hier geradeaus. Dann müssen wir die nächste rechts. Haben wir nicht auch irgendwie in dem Computer hier so ein Navi oder so? Ja, du kannst doch das Navi anstellen, natürlich. Okay, mach ich mal. Und geradeaus dort vorne, dann links und dann rechts, genau. Ich stell das mal an hier, so. So, perfekt, oder? Ja, schon besser. Perfekt. Bin zwar schon länger hier in der Stadt, aber so gut kenne ich mich jetzt auch noch nicht aus hier. Du Scheiße, Mann. Aber wie die Taxifahrerin eben direkt Angst hatte, ob sie falsch geparkt hat, als ob ich ja. Hier... Also ich sag dir eins, ne? Schleppst du einmal ein Auto ab, was falsch parkt, dann muss ich dich umbringen. Okay, okay. Die Kollegen können wir nicht gebrauchen. Außer es blockiert eine Straße. Wenn er hässliche Haare hat, kannst du mal mit ihm diskutieren, aber grundsätzlich erstmal nicht. Darf ich den dann auch festnehmen? Außer er steht jetzt hier so auf der Straße, ne? So jetzt. Ja. Dann ja. Okay, da weiß ich schon mal Bescheid. Also hier ist die DOJ, hier ist die Parkgarage für die und so. Und so Sachen, ne? Also, weißt du Bescheid so, ne? Da weiß ich Bescheid so, ja, so. Ja. Ja. Kurze Info von der 42, wir schicken die jetzt sofort Kontos und Tablets besorgen, damit das alles ein bisschen schneller funktioniert. Was sollen wir besorgen? Tablets und so? Keine Ahnung, Mann. Wir fahren jetzt erstmal ins Bier und gucken mal, was da abgeht. Aber unseren Streifenwagen lassen wir nicht klauen, sag ich dir gleich. Genau, das haben wir nämlich unsere Sachen reingemacht. Hier ist reserviert, ihr Arschlöcher. Hallo, Sir. Hallo, hallo. Hallöchen. Scheiße, Mann, deine Frise ist so wild, Mann. Ist sie halt wirklich. Hat was. Ja, da habe ich alles drin versteckt. Echt? Ja. Ja. Sogar irgendwo ein Eichhörnchen, bestimmt. Wahrscheinlich, Mann. Ja. So als Snack für unterwegs, meinst du? Jo, Mann. Was kann ich für dich tun? Was geht? Ja, nicht viel, bei dir? Ja, auch nicht viel. Was hallo, wartest du? Auf den Chief. Ah, willst du dich bewerben hier? Yep.
Alles klar, Mann. Viel Erfolg. Ja, danke. Jupp, jupp, jupp. Ach, scheiße, ich hab eben schon gehofft. Ich hab eben schon gehofft. So. Ich dachte, hier geht mehr. Piep. Ja, klar. Ja. 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 Dachte eigentlich, hier ist mehr los. Ja, dachte ich auch. Keine Ahnung, was los ist. Hast du anscheinend meine Friese geklaut? Du Scheiße. Was ist denn jetzt hier? Hm. Verdammte Scheiße, ich sag euch, was ist. Ich habe jetzt 100 Leute nach Führerschein gefragt und ich habe keine Ahnung von dem Bumsmann. DOJ. Alles DOJ. Ja, ja. Es kann sein, dass in der Stunde 2-3 Leute kommen und hier nochmal nachfragen. Denn dann soll ich sonst in der Stunde nochmal melden. Na, habt ihr mal beim DOJ angerufen? Nö. So weit war ich noch nicht. Oh, mal schnell, ist da überhaupt jemand schon da heute? Ja, ne? Es wurde schon ein Staatsanwalt an die DOJ gefahren. Lassen. Oder hier rumzeigen lassen, whatever. Was, Scheiße, Mann, das machen wir gleich in einem großen Schwung. Das sage ich dir, wie es ist. Ach, perfekt. Dann machen wir erstmal eine Ballermann-Ausbildung. Ja. Wir haben, glaube ich, 5 Schießbahnen, ne? Keine Ahnung. 5, 6, 7. Ich glaube 7. 7? Ernsthaft? Ich glaube ja. Aber kein Safe Call. Officer Win hatte schon sein erstes Fahrtraining gerade. Scheiße, Mann, wer ist ein Officer Win? Hier rechts neben mir. Das müssen Sie ihn fragen, wie er es fand. Der ja, Wind heute. Ja. Du Scheiße, Mann. Es war ziemlich lehrreich. Mhm. Ziemlich lehrreich. Ist der Wagen noch ganz, ja? Ich bin ein ausgezeichnet guter Fahrer, Officer Riker. Und ein richtig schlechter Läufer. Gespannt. Ein richtig schön, was? Ja. Also, Mann, Mitchell, als ob du ein besserer Läufer bist. Hallo. Hallo. Wie viele sind wir denn jetzt? Ist das der Kreis zum Einweisen? Der Kreis zum Einweisen, aber nicht im PD, ja, sondern woanders. So, wir genau, sind 4. Ja. Dann können wir eigentlich schon anders, mal... Rein, draußen sitzt auch noch einer. Wer sitzt draußen? Der sich bewerben will. Was ist ja, jetzt gerade eigentlich ich, Phase generell? Wollte ich gerade sagen, da werden es nach und nach kommen. Würde sagen, nur die 9 wäre ich mal dafür, dass die 9 mal ihre Nummern geben. So, ist das hier. Wahnsinn. Wir werden jetzt unsere Rechten erstmal komplett einweisen, eine Schießausbildung machen. Oder beziehungsweise diejenigen, die Vorerfahrung haben, überprüfen, ob das auch so, ne? Stimmt. Also, man, die gehen da hinten auf den Schießstand und ballern halt mal ein bisschen auf die Dinger da. Das ist doch das, was ich gerade gesagt habe. Ja, einfach drauf da reinhalten. Und dann, raus auf die Straße, ne? Beziehungsweise diejenigen, die gar keine Vorerfahrung haben, die würde ich mir schnappen, dass wir... Ach, hier, Tor ist noch da. Yep. Also vielleicht mal unten zeigen, wie eine Verkehrskontrolle durchgeführt wird. Allgemein Personenkontrolle, sowas in der Richtung. Ja, können wir gleich mal alles machen. Nur eine Frage noch, weil ich es vorhin schon in der App gesehen habe, bei uns hier in der Streifenübersicht. Wir sollten uns vielleicht jetzt mal, wenn wir wirklich hier neue Leute einstellen, darauf einigen, welches System wir final benutzen wollen. Bezüglich der Streifenbenennung. Scheiße, Mann, schreib einfach Streife 1, 2, 3 und so. Ja, also weil Jim hat so eine andere Streife Idee. Ich weiß nicht, inwiefern Jim das umsetzen wollte. Wer ist Jim? Ich würde halt das System mitnehmen. Ich bin Jim. So, das System mitnehmen vom LAPD. Also das mit den entsprechenden Kennzeichen. Ne? Das heißt, wenn du eine Zweierstreife hast, Adam und so weiter und so fort. Boah, also der Chief hat gesagt, mach erstmal. Gut, ansonsten wäre natürlich... Wär's auch die Leute müssen halt raffen. Würde er die Bad Boy Streife machen? Das hast du doch gewusst. Adam kannst du dir, glaube ich, merken, oder? Als phonetischen Funknamen. Tja, aber guck dir mal den Typen neben mir an. Also. Ja, ich wäre bitte für Bad Boy. Bad Boy 1, 2, 3 oder so. Ansonsten wäre der nächste Kandidat. Jetzt noch irgendwas draußen? Draußen steht auch noch draußen, ja. Aber ich will jetzt erstmal Namen hören. Carter, wer fängt an? Okay. Carter, BD90. Officer BD90. Carter? Jupp. Daniel Carter. Okay.
Ja, warte, das schreibe ich mir nachher auf dem Schießstand auf. Gut, wir haben jetzt hier alle da stehen, würde ich mal sagen. Wie sind wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5. Ja, dann gehen wir weiter zum Schießstand, ne? So, Sie haben alle eine Dienstwaffe vom Waffenmeister bekommen? Nein, noch nicht. Ja. Kennen wir, ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal darüber, ne? Ja, scheiße, Mann. Viel Erfolg. Achso, ja, natürlich gehen wir nicht mit. Ja. Officer Keith, haben Sie eventuell eine Ahnung, wo die Asservatenkammer ist? Ja, scheiße, Mann. Mit. Die habe ich noch nicht gefunden, die neue. Wollen wir unten mal schauen. Ich gehe mal gucken, ob die da unten ist. War denn Chief? Die ist neben dem Schießstand. Ja, neben dem Schießstand, da wo du die Waffen auch bekommst. Ja, die Waffenkammer hast du dir also gleich mal angeguckt, oder was? Wie ist dein Name? Officer Wynn. Achso. Und Asservatenkammer hast du auch gleich noch. Asservatenkammer hast du auch gleich angeguckt, ja? Was sagt ihr? Was ist denn hier? Bilden Sie jetzt eine Traube? Hallo. Ja, Traube um den Chief hier. Jetzt los geht's. Gut, gibt's irgendwas? Nö. So direkt jetzt nicht. Das ist doch wundervoll. Wie sieht's denn aus mit unseren Codes? Vom Funken. Der Code sieht gleich hier anders. Warten Sie. Ja, aber scheiß auf Codes, Mann. Chief Boss. Kann ich denn hier? Na. Chief, einfach mal die Klappe halten zwischendurch. Moment. Scheiße. Ich prüfe das. Hier irgendwo im Aktensystem was an. Dass sie sich. Was ist das denn? Was? Ich wirkt verwirrt. Ja, Mann. So, gehen Sie mal ins in die Verhandlung. Mann. Muss man sich da jedes Mal wieder anmelden? Verhandlungen, da ist eine unbekannte Verhandlung drin. Machen Sie das mal auf, den Rest können Sie sich selber denken. Viel Spaß. Was ist mit den nächsten Bewerbern, Chief? Können kommen. Alles klar. Ja. Was, Verhandlungen? Da ist eine Akte drin oder eine Fahndung angelegt worden. Wir alle Steuerung C drücken. Ach, herrlich. Ich frag einfach nicht. Was tut ihr da? Ich glaube, die haben sie auf das Tablet ausgeholt aus ihrer Tasche. Ich glaube, einer hat Geld verloren und jetzt zu uns alle. Ja, das glaube ich allerdings. Auch eine, ja, ich habe meins gefunden. Okay. Voll miteinander? Der ist alt wie. Netox. Scheiße, Mann, lass die Ballermänner einstecken. Und schon muss man zeigen, was man hat. Gut. Wie weit bist du mit Officer... Wie heißen Sie nochmal? Ich kann mir Ihren Nachnamen nicht merken. Piep. Warum zur Hölle heißen Sie eigentlich Piep? Sind Sie irgendwann mal vom Baum gefallen als Baby? Oder was ist passiert? Sie sind so ganz witzig. Genau. Was soll denn das, du Schlange? Wie haben Sie mich gerade genannt? Officer Schlange. Piep. Sie müssen es jetzt auch nicht so weit schreiben. Cobra und so, ja. Das war eine ganz normale Frage. Scheiße. Kommen Sie damit nicht klar, oder was ist das Problem jetzt? Hören Sie auf, meine Gefühle zu verletzen. Oh
Gott, okay. Warum frage ich eigentlich, warum sie so heißen, wie sie heißen? Aber ein Officer am Wasser gebaut ist anscheinend. Ja. Sie sollten noch ein bisschen sich... Lass mal, Mitchell, was ist denn los mit dir? Hast du irgendwelche Probleme oder warum fährst du denn so an? Ich hab den noch nicht angefahren. Ich hab ihn ganz natürlich normal gefragt. Natürlich. Du fährst den voll an, Mann. Da braucht ihr alle eine Runde Taschentücher oder was ist mit euch? Nee, was ist denn los mit ihr? Sei doch mal nett zu den Leuten. Das kommt von dir. Ja? Das wäre witzig. Ich bin nett. War ich nett zu Ihnen, Officer Wynn? Der wirkt eher verstört. Ja, waren Sie. Nee, der wirkt eher verstört auf mich. Was hast du mit dem gemacht? Nein, alles in Ordnung. Ja, wenn sie dich bedroht hat, zwinker jetzt zweimal. Nein, hat sie nicht. Noch nicht. Ich hab ihm seinen. Ja, das ist okay, das ist alles in Ordnung. Da hat er auch wieder gezwinkert. Okay, das war zweimal zwinkern. Einiges Lehrreiches gelernt. Ja, was denn? Naja, Fahrmanöver. Fahrmanöver, von der. Personenkontrolle. Okay. 100 Meter Sprint. Aha. Den musst du lernen. Der ist krass. Der denkt wirklich, der ist ja krass. Ein 100 Meter Sprint musst du lernen. Scheiße, Mann. Nicht gelernt, sondern einfach nur. Weißt du, wird da drin. Er ist eventuell vom Auto hergelaufen. Mhm. Das und kommt ganz nach dir, ne? Ist ja, sein ja Auto mir hinterhergefahren. Ja, naja, wie auch immer. Und eventuell habe ich ihm auch mal kurz die Waffe abgenommen. Und mit dem Taser auf ihn gezielt. Eventuell ja daneben geschossen. Kein Wunder, dass der verstört ist. Vielleicht zum Glück, Officer Wynn. Aber wir können das gerne also ändern. Wollen Sie mal ausprobieren, wie sich das anfühlt? Ich wollte nur nicht getasert. Ist das schlimm? Dir steht auf frei eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen die zu erstatten. Officer ne? Kiff, ich würde Sie bitten, nicht mehr so zu hetzen hier unter Kollegen. Hier hetzt keiner. Das muss nur jeder auch wissen. Ich habe gehört, dass Sie zusammen in New York waren. Waren Sie auch getrennt? Nee, sowas habe ich mich nicht rumgeschlagen. Ja, kommt mir auch nicht so vor, wenn ich ehrlich bin. Genau. Officer Kiefer hat schon immer gedacht, er war was Besseres. Nein. Er ist schon immer was Besseres. Vielleicht sollten wir einfach fahren und den Windbeutel und die Schlange alleine lassen. Es wirkt eher so auf mich wie eine Schlange und eine Maus und die Schlange frisst die Maus. Oh ja. Und damit haben wir das perfekte Bild gezeichnet. Genau, das perfekte Bild. War ja heftig. Wo hast du das gelernt? Entweder kann man es oder man kann es nicht. Ja, das stimmt. Du Scheiße, Mann. Wer ist denn auf dem Range? Was? Wer ist denn da gerade auf der Range? Ja, Riker mit der 9. Wieso melden die das nicht an? Also, er hat Bescheid gesagt, ja. Ach so, okay. Schrei halt mal einen Funk rein, meld den Scheiß an. Würde mich beim nächsten Mal sehr darüber freuen, wenn Sie so anmelden. Vielen Dank. Supi. Dann bin ich also nicht die Einzige. Sehr schön. Pass auf, bevor sie dich beißt. Ja, Achtung hier. Schlangen sind giftig. Was? Naja, die Mitchell. Warum ist das eine Schlange? Weil die ganze Zeit die Leute angiftet. Ja. Vielleicht hat sie einen schlechten Tag. Weiß nicht. Kannst du ja mal fragen. Das aber nicht an den Leuten auslassen. Ja, also... Kannst du ja mal versuchen, ihre Laune aufzuheitern. Nee, mit dem Piep, Windbeutel mach mal. Und mit der Schlange will ich nichts zu tun haben. Windbeutel? Ja, wegen Wind. Der heißt doch Winde oder sowas. Windbeutel. Ach, jetzt habe ich den erst kapiert. Ja. Windbeutel? Scheiße. Na gut. Hallo. Grüße. Hallo? Wie ist dein Name? Danju. Danju. Ja. Aha. Ist das auch ein Nachname oder ist dein Nachname? Hendrix. Habt ihr alle drei den gleichen Friseur? Ja. Ja, scheiße, Mann. Also. Das war halt der Flughafenfriseur, Mann. Der von meinem Bruder hat auch die gleiche Frisur. Ja, du hast noch einen Bruder. Okay. Ja, der andere Hässliche, der hier vor mir reingelaufen ist. Hab ich nicht gesehen, Mann. Ja, ich habe hier schon viele Hässliche gesehen. Danju, bist du das erste Mal, Cop? Na, was heißt das erste Mal? Das erste Mal hier, ja. Ja, meine ich ja. Ich war da vor 5 Jahren beim SWAT in L.A. Ah, beim SWAT in L.A.? Ja. Soll ich mehr als einen reinschicken? Alles klar. Also weißt du, wie der Hase hüpft? Ja, so ein bisschen. Also wir können mal beide gleich mitkommen. Ich habe drei.
Guck mal, der Piep, der vorne der sitzt hatte und der wird einfach nicht mitgenommen. Komm, wir gehen mal heraus zur Schlange. Ja, okay. Komm mit, Danju. Denke ich, ist auch gar nicht schlecht angelegt. So, das ist der Danju. Grüße. Wie ist der Name? Guten Abend. Danju. Danju. Ja, schönen guten Abend. Ich bin Officer Wynn. Das ist Officer Mitchell. Hat der Officer Wynn auch einen Vornamen? Ja, einen Namen, der Sie nicht interessiert hat, Kollege. Ganz schön fresh für so ein Greenhorn. Wenn was? Ja. Warum machen Sie, warum machst du ihn jetzt so an? Warum beleidigst du ihn mich jetzt so an? Was bitte? Soll denn das jetzt hier? Ich dachte, wir wären Kollegen. Ist doch seine freie Entscheidung, ob er den Namen sagt oder nicht, oder? Ich kann auch einfach ins scheiß System gucken, Mann. Dann tun Sie das doch. Ja. Dann gehen Sie mir nicht weiter auf den Sack. Ja, auf den Sack. Kacke, genau so. Scheiße, Mann, was eine Diva hier, ey. Ja, was eine Diva. Ja, guck, jetzt habt ihr den neuen schon verprellt. Ja, der merkt schon, was ihr für welche seid. Ja. Schon komisch, die zwei hier. Das will ich nicht von jemandem hören, der einen neuen Kollegen als Schlange und als Maus bezieht. Du bist doch das. Du bist ein Windbeutel. Ja, du ein Windbeutel. Warum neue Kollegen? Wegen Windbeutel, ja. So. Ja. Wie war dein Name noch gleich? Officer Superheld oder wie? Campus Rocker, glaube ich. Redet ihr mit mir? Nein, mit dir redet niemand gerade. Officer Briggs, jetzt kommt ihr doch mal runter. Ein bisschen Humor muss auch mal sein. Ja, Humor, ja. Ja. Ja, Humor, ja. Officer Briggs, hatten Sie einen schönen Tag. Briggs oder Briggs? Briggs, ja. Scheiße, Mann. Ich meine, den Namen kannst du ja merken. Sie dürfen mich gerne Piep nennen. Officer Piep, ja. Deswegen muss ich ja ständig Officer Piep sagen. Ja, gut. Officer Piep, hatten Sie einen wunderschönen Tag. Geht es gut? Haben Sie heute schon einen Tee getrunken? Heute habe ich noch keinen Tee getrunken. Wie war Ihr Morgen? Wie sind Sie aufgestanden? Also, man, willst du doch wissen, wie fest der Stuhlgang war oder was? Ja. Naja. Ja, ich habe bisschen. Versuche mit ihm zu kommunizieren. Ja, verdammte Scheiße, wen interessiert denn so eine oberflächliche Scheiße? Ja, genau. Sie haben meinen Tag versüßt. Sie beide. Sind einfach ein wunderschönes Geschöpf der Menschheit. So wie Gott sie schuf, auf die Erde schuf. Genau. Das mit dem Schuf und Gott und sowas haben Sie eben von Officer Keefe mitbekommen, ne? Genau. Haben Sie das jetzt gelernt und setzen das direkt in die Tat um? Sie auf die Erde. Wenn die von Gott geschaffen wurde, glaube ich an nichts mehr. Was hast du gerade gesagt? Hast du es jetzt noch mit den Ohren? Scheiße. Okay, wir beruhigen uns alle einmal. Wusa. Wusa? Wusa. Das gehört zur Professionalität, ruhig zu bleiben. Wir können uns gerne anfallen, aber wir sind immer noch Kollegen. Nicht vergessen. Genau, und irgendwann werden wir alle die Welt retten. Genau vor solchen Leuten. Also, Officer Wynn hat im Gegensatz zu Ihnen wahrscheinlich zumindest schon mal eine Katze gerettet in Australien. Wie sieht's da bei Ihnen aus? Und ich habe schon meiner alten Oma über die Straße geholfen. Die hat zwar 5 Minuten gebraucht und in der Zeit ist es wieder auf grün gekommen. Deswegen wurde die umgefahren. Aber das ist was ganz anderes, weil dafür konnte ich nichts. Wieso haben Sie versucht, deiner Oma zu helfen und dabei ist sie trotzdem draufgegangen? Ja, wenn die 5 Minuten braucht, was kann ich denn dafür? In welchem Sinne haben Sie ihr dann geholfen? Wird richtig reingehalten jetzt. Gestorben ist. 70, Funkcheck. Ich habe ja ein paar Minuten länger das Leben geschenkt oder so. Und Sie sind einfach so, als es grün wurde, über die Straße gelaufen und haben Sie die Oma dann alleine da gelassen, oder wie sieht's aus? Nein, stell dir vor, es war rot. Ich möchte, dass Sie mich sitzen. Für die Auto. Scheiße! Scheiße, Mann, was bist denn du für ein Korinthenkacker, Mann? Also, Herr Windbeutel, es war rot. Und dann wurde es grün für uns. Dann sind wir über die Scheißstraße gelaufen und auf dem Weg rüber auf die andere Seite ist es wieder rot geworden. Das heißt, die Autofahrer haben grün bekommen. Gott, und die Story ist jetzt schon so langweilig. Wurde einfach mitgerissen. Langweilig ist doch genau dein Motto, oder? So mitgerissen. Wie du irgendwann jetzt in den Abgrund.
War noch was? Hallo, hallo. Guten Abend. Was geht ab? Hallo, hallo. Wie kann man denn sagen, wir suchen unbedingt einen Job? So, ja, ihr sucht einen Job, da geht er. Taschengeld, wollt ihr Drogen dealen oder was? Nein, natürlich nicht. Also und dann, bist du Krimineller oder was? Nee, wie kommst du drauf? Dann müssen wir euch jetzt durchsuchen, ob ihr Drogen dabei habt, wenn ihr euch Taschengeld dazu verdienen wollt. Achso, ob ich immer zur Polizei geht, nach einem Job fragt, wenn er Drogen dealen will. Ja, scheiße, Mann, alles schon erlebt. Ehrlich jetzt? Echt? Ja, natürlich, Mann. Hallo. Ja, das aber ist richtig, wollt ihr euch hier jetzt bewerben oder was? Tatsächlich suche ich mal so nach einem etwas kleineren Job. Und in späterer Folge wird das sicher nicht uninteressant. Ach so, also ihr wollt euch jetzt nicht hier bewerben, ihr sucht generell einen kleinen Job irgendwie, ne? Ja. Dass man ein bisschen, eben wie gesagt, Taschengeld dazu oder ein bisschen mehr. Ich verstehe. Da fragt ihr am besten mal die Taxifahrer, die wissen, welche Unternehmen hier was suchen oder so. Genau, würde ich mal behaupten. Die Taxifahrer sind da bestimmt gut informiert. Weil da kann ich euch jetzt gerade direkt erstmal so nicht weiterhelfen, leider. Okay. Außer sie möchten in den Polizeidienst. Ja, wäre nicht uninteressant, aber was braucht man da für Anforderungen, was so? Ja, scheiße, Mann, also du brauchst auf jeden Fall einen funktionierenden Verstand, ja, das ist ganz wichtig. Ja, das ist nicht so logisch. Abgedreht sein, ja. Ja. Und ein bisschen Fitness musst du halt auch mitbringen, aber sehe ich jetzt keine Probleme. Ich bin topfit. Ja. Also die Klotze würde dich auch ziemlich qualifizieren. Ich weiß nicht, wie dein Vorstrafenregister sagt, so spricht, aber ja, das sollte vielleicht jetzt auch nicht das Längste sein. Vielleicht eher gar nichts da drin. An die Offizier in der Garage warten. So prinzipiell, weißt du? Ja. Also wenn ihr da euch das interessant findet, dann setzt euch da rein. Die Frau mit der Mega-Frisur da drin, die wird euch dann da alles Weitere sagen. Ja, kann man sich mal anhören, oder? Ja. Ja klar, warum denn nicht, ne? Definitiv. Genau, Frau Riker. Okay, dann nehmen wir einfach bei der Dame Platz und... Genau. Sagt einfach, okay. Officer Keefe hat euch angeworben. Officer Keefe? Ja. Okay, dann nicht der Herr mit dem. Und Piep, ja. Also ein bisschen bin ich schon neidisch wegen eurer Frisur, ne? Ja, ich muss meine mal machen lassen. Warum denn? Finde ich jetzt nicht so. Ja, aber der. Gut. Ja, aber der Friseur, der schneidet da irgendwie nichts anderes, deswegen muss ich da mal was Neues machen. Genau. Ja, gut. Dann gehen wir mal zu der netten Dame. Und genau, mach das. Ja, genau. Toll. Ja, danke. Gut, auf Jungs, jeden Fall. Danke. Auf jo. Jo, kein Thema. Schönen Abend. Genau. Jo, gleichfalls. Jo, ciao. Solche Idioten, als ob die das in den Polizeidienst schaffen. Weißt du, Mann. Was denn los? Wir machen das. Was denn? Was machen wir denn? Nix. Oh, ja, wir machen es, ja. Also. Also? Was steht jetzt an? Ich habe gesehen, dort vorne ist ein Brillenladen. Wie wär's denn, wenn wir mal zu dem Brillenladen gehen? Oder fahren. Und einfach mal dort nach dem rechten Ausschau halten. Nee, wie wär's? Du und ich. Brillenladen. Nee. Hör auf dein Handy zu gucken. Antworte mir. Ich kann nicht schreiben und reden gleichzeitig, Mann. Ja, aber also Brillenladen. Ja, Brillenladen, komm mit. Bin super, ich glaube, wo ist der? Hier rechts, also geradeaus fahren. Kann man da hinlaufen? Jetzt unsere. Da könnte man, glaube ich, auch hinlaufen, ja. Nee, wir fahren aber. Nee. Hier rechts, da eine andere Seite. Scheiße. Das ist doch früher, Mann. Ich hab doch gesagt, wenn du geradeaus, du fährst nach links, da geradeaus. Jetzt
geradeaus. Genau, hier vorne, hier rechts. Oh nein, hier links. Scheiße, was machst denn du? Hä? Ist er hinter uns? Warum sagst du dann rechts? Na, hier rechts ist das doch. Guck doch genau vor dir, genau vor dir. So, da. Dann sag an der Ecke, Mann. Ja, an der Ecke. Schauen wir mal hier drinne. Ja, ah, hallo, ist, die Dame. Darf ich vorstellen, mein Niveau? Ja, was hallo, meinst du? Hallo. Also, ja, alles gut bei Ihnen. Ja, ich gehe einfach nur meiner Arbeit nach. Genau, ja. Also, okay, ja. Gut, vielen Dank, ja. Ja. Danke. Ich glaube, Piep rafft nicht, dass wenn wir im Dienst sind, dass wir uns nichts kaufen können. So, und hast du geguckt? Ja, da habe ich schon eine coole Brille gefunden. Mal gucken, vielleicht kann ich die ja dann ja. Kannst du später kaufen? Genau, genau. Also, fahren wir jetzt hin, was machen wir jetzt? Ja, warte, wir bleiben nochmal kurz hier. Hier kommen gerade viele neue. Vielleicht kommen wir da noch. Müssen wir gucken. Und diesen Typ, den dürfen wir ja nicht verunstalten lassen von der, weißt du? Ja, ich glaube auch. Aber das ist schon ein ziemlicher Waschlappen. Ja, Mann. Ganz schöner Korinthenkacker. Der hat mir nicht mal seinen Vornamen gesagt. Ja. Ja, aber. Sieg. Macht der eigentlich auch was Produktives oder steht der nur hier rum? Das wollten wir gerade auch die fragen. Ja. Also, naja, wie auch immer. Mal mitkommen? Guten Tag. War Ihr Name nochmal? Takashi. Ja, ich soll mich einweisen lassen hier, aber ich dachte, das mache ich bei der Leitstelle. Ja, einweisen. Naja, gut. Sparen wir uns den Witz. Okay. Ja, dann kommen Sie mit uns mit auf Streife. Ja, okay. Scheiße. Was denn? Wie viele Leute stellen wir jetzt einen Schein hier? Eine Menge. Nochmal eintreten? Ja. Also, okay. Ich gehe davon aus, dass so viele wieder gehen, wie auch kommen. Zumindest halb so viele. Sind schon welche gegangen worden. Ja, die eine Hälfte kommt hier oben ohne rein. Wortwörtlich oben ohne. Den habe ich auch gesehen, komischer Typ, ja. Der andere hat Oberkörper frei, der dritte kommt super Schlabberlook. Ich weiß auch nicht, was die glauben, wo die sich bewerben. Scheiße, Mann. Ja, schicke ich alle wieder los. Ja, okay. Gibt's sonst irgendetwas, was man... Keine Ahnung. Naja, wie wär's denn mal mit Fahrtraining für unsere Rekruten oder so? Keine Ahnung. Ja, haben wir schon gemacht. Ich bin voll gefahren. Ja, scheiße, Mann. Gefahren. Ja, da sind Pack ja noch 50 andere gerade oder so. Ja. Wir könnten... Ja, jetzt muss ich nachdenken, ey. Oh nein. Überanstreng dich nicht. Ja. Ihr könnt euch auch einen neuen schnappen und ihn... Naja. Oder so ein Lehrlingsmodul oder so durch. Also Mann, was ist denn mit dir? Wie ist denn dein Vorname? Dickwin. Nicht der Name. Mike. Mike Keith. Ja. Freut mich. Ja. Mich auch, Sieg. So, wir werden... Dann machen wir einfach so. Wir nehmen uns noch zwei Rekruten mit. Der Piep fährt ein Auto, ist und dann fahren wir mal irgendwo hin, wo wir mal ein bisschen Gas geben können. Genau, ja, die alte Flugstation. Oben, Flugfeld. Da waren wir auch eben. Wir haben auch schon einen Rekruten dabei. Welches Flugfeld? In Sandyshoes in der Nähe. Ein altes Flugfeld. Ah. Da ist schon offene Fläche, da kann man Bahnmanöver üben. Ja, dann fahr du und Mitchell da auch mal mit hin. Ja, machen wollten wir sowieso. Vielleicht kann ich mal Mitchell wegpitten. Ja, gut. Ja. Ich kümmere mich hier vorne. Dann würden Sie sowas sagen, wenn Sie da sind, wie LM127-Code-6. Das heißt, der Code-6 ist bei uns Code-6, ne? Ja. Verlassen das Fahrzeug ist richtig, genau. Das heißt, Sie sind da mit Ihrer Pfeife, Sie gucken sich den Sachverhalt an. Und, wie gesagt, wir wollen das nicht so aufgebläht.
Okay, ja, wie ist das? Hier müssen wir auch mit Code funken, wenn wir die Verkehrskontrolle machen, wenn wir die Code noch nicht haben. Ich werde Ihnen das jetzt, also wir werden das jetzt gleich im Planspiel sozusagen mal zeigen, wie das funktioniert, wie das aussehen sollte. Und dann werde ich mit dem Chief sprechen, dass wir das relativ schnell ins System reinkriegen. Sie haben alle Zugang zum System, ne? Ja, ja. Gut, dann werde ich Sie nachher fragen, dass Sie da sich das, was weiß ich, abschreiben können, ausdrucken können, irgendwas und da von mir so ein Armaturenbrett hängen. Genau. Jetzt am Anfang werden wir erstmal den Verkehrsstopp ja hier als Übung durchführen. Okay. Da brauchen Sie nicht direkt im Funkgerät zu funken, weil auch der ganze Funk überlastet okay. wird. Dann geht man erstmal jetzt drauf, Riker, dass komm wir mal kurz. Die Verkehrsstopps hier überprüfen können. Okay, passt. Was hast du denn? Genau. Siehst du jetzt mit denen erstmal ein Programm durch? Den Funk würde ich jetzt erstmal so weit. Ja, aber ich machen, dass wir die erstmal rauskriegen dann gleich. Ja, weil dann würde ich mit den nächsten zwei, drei neuen mitnehmen, mit Mitchell noch zusammen und Piep. Dann gehen wir mit denen schon mal aufs Flugfeld. Und dann können wir quasi einfach mal Gruppe tauschen. Ja, was heißt Ausbildung? Einfach mal so ein bisschen gewöhnen ans Auto und sowas. Flugfeld oben da von Ja, wir suchen uns mal irgendwo eins, wir gucken mal. Und dann können wir einfach Gruppe tauschen, wenn du fertig bist und dann kannst du das gerade mit der anderen Gruppe nochmal machen. Dann sollte das ja eigentlich ganz gut funktionieren. Rein theoretisch auch komplett hochfahren, aber so viele Fahrzeuge haben wir, glaube ich. Ja, deswegen, das wird sich aufteilen, da kommen ja extrem viele Leute. Ja, ja, ja. Genau besprochen, wie es läuft. Oh Gott, sie haben auf jeden Fall die Namen schon mal alle aufgeschrieben, dass uns hier keiner durch die Lappen geht, aber ein paar von denen sind aus Deutschland, ey, stell dir das vor. Scheiße, Mann. Ja, nur Freaks. Ja, dann kralle ich mir oben zwei, drei neue und dann sind wir dann schon mal da oben. Den Kurs hast du, ne? Die Gegend checken und dann sollte das doch gewesen sein. Dann musst du mal. Genau. Aber ich glaube, ich gehe mal zum Chief. Oder in der Fahndungsliste aussieht und da ist ein Testeintrag. Können wir auch direkt anfangen. Achso, ja, da habe ich, den konnte ich nicht öffnen. Den konntest du nicht öffnen? Nee. Wieso denn das? Warte mal. Ich bin im Aktensystem. Was hast du? Also du hast Zugriff auf das Aktensystem, ne? Ja, ja, ja. Ah doch, jetzt geht's, jetzt. Alles klar. Perfekt. Ja, nee, nur, dass du schon mal Bescheid weißt, ne? Ich werde dafür, ja, das sind erstmal die vorläufigen, ne? Morgen gleich. Ja. Okay. Ich fange mal von links an, dann sagt ihr alle euer Namen. Officer Piep, halt die Schnauze und komm mit. Okay, ich komm mit. Gut. Hat die Tür zu. Sie werden sich jetzt erstmal hier um die zwei Streifenfahrzeuge versammeln. Wir zeigen einmal, wie das theoretisch funktionieren kann, dass das natürlich nicht immer so funktioniert, ist, glaube ich, jedem klar, ne? Hi. Hallo. Seid ihr zum Bewerben hier oder seid ihr schon eingestellt? Nee, wir sind zum Bewerben hier. Alles klar. Viel Erfolg. Danke. So, Piep. Ja. Der da drin steht und die drei, wir warten jetzt noch auf die, nehmen wir dann mit ans Flugfeld, wenn die dann sich eingestellt haben. Okay. Kannst du das schon mal klar machen mit dem Chief, ja? Was? Ja klar, ich mach das schon, ja. Du machst das, ich vertraue dich. Ich bin ja schon groß, ja, ich mach das. Wenn die dann da sind und sich umgezogen haben, dann nehmen wir die und fahren, setzen in Autos, dann fahren wir mal irgendwo hin. Okay, okay. Alles klar. Gerne. So, also... Die drei, die da vorm Büro stehen und der drin ist, ja? Die würden wir dann mitnehmen aufs Flugfeld, wenn die alle eingestellt werden oder halt die nächsten vier, sag ich mal. Mach das, ist mir vollkommen egal. Ja, nur, dass du Bescheid weißt. Riker weiß auch Bescheid und dann tauschen wir einfach Gruppen später und dann passt das. Ah, oh, okay, ich stehe hier und siehst gut aus. Ich bin die Anstandsdame und sieh gut aus. Check. Check. 21409, komm. Hört sie, komm. Wo sind sie aktuell? Torbereich? Aktuell Schießstand, bewegen uns jetzt aber fort Richtung Norden, Fahrtraining. Ja, dann mal warten, wir nehmen noch vier weitere mit und dann machen wir das zusammen. Ja, warte einen Moment. Scheiße, mein Kopf ist schon da unten. Ja, so verstanden. Wie geht's dir? Ich hab keine Ahnung, was denn Rang Kief aktuell hat. Mahlzeit. Hi. Ich suche einen Herrn Reiker. Der ist unten bei den Fahrzeugen. Wo muss ich am besten hier lang? Wie ist Ihr Name? Ich bin Herr Gage. Gage. Ja.
Ja, Gage, komm so mit. Na, hoffentlich nicht. Gage. Also, okay. Schießstand wieder freigegeben. So, dann kommen Sie ruhig mal mit dran hier, dass Sie mich auch hören. Riker, hier ist noch jemand für dich. Ein Herr John Gage. Ist der Herr hier? Ja. Ja, Grüße. Was wurde gerade eingestellt. Was ist Ihre Dienstnummer, Gage? Die 11. Die 11? Haben Sie Vorerfahrung? Ja. Oh, sag mal, sind Sie ja alle heute hier Spezialisten da, ne? Wo waren Sie vorher? Ich war vorher in Washington als Detective unterwegs. In Washington? Wir führen jetzt hier gerade den Verkehrskontrolle. Unter Gage war ich ja damals in der DTU. Abend. Guten Abend. Den können Sie gerne haben. Habe ich irgendwas falsch gemacht, vielleicht schon als Frage vorher? Ich weiß nicht, wo die anderen jetzt noch sind. Wahrscheinlich die, die jetzt da drin sind. Die nehmen wir dann direkt mit. Alles ja, klar. Und die, die da drüben stehen. Ja? Wo führen Sie gerade das durch? Unten in der Garage. Ich war echt kurz versucht, ja zu sagen. Ich höre Sie bis nach Mordor. Ja, so verstanden. Ich will die Maßnahme kurz abschließen und dann vor dem Trainingsplatz. Was hast du denn mit deinem Warten Sie noch ab, hier kommen noch mehr Rekruten. Oh ja, es steht schon wieder. Er sitzt. Weißt du, Mann, der Typ hat einen Namen. Was auf Vögel schon hier. Bei Ende. Scheiß Name. Hast du denn gegeben? Ja. Soll das mal kreativer werden? Also ich meine, der nennt sich Piep. Also wer heißt denn auch schon? Also. Scheiße, Mann. Mal, dass deine Eltern ihn so genannt willst haben, jetzt, ja, gell, willst du jetzt fronten wegen dem Namen oder was? Was bist denn du für eine? Ja, also wenn es ja nur der Name scheiße wäre, aber so also, wie er sich verhält, also. Jetzt sehen Sie mal ehrlich, Officer Kiff, der will Superheld werden. Ja, was will der? Ja, Officer Kiff, wer wollte das nicht? In seiner Welt ist er nämlich schon Superheld. Wer wollte das nicht, Mann? Es gibt vielfältige Gründe, um bei der Polizei mitzumachen. Die einen wollen Helden spielen, Helden sein. Mitchell, was ist denn dein Grund? Warum bist denn du Cop? Andere Gründe. Ob du das nicht wüsstest. Ja, hier stehen noch drei weitere Leute. Ja, ich bin Cop, weil es mir in die Wiege gelegt wurde. So einfach ist das. Wer weiß, vielleicht ihm auch. Ist der Mann doch in Ruhe, nur weil er Pieper heißt. Ehrlich. Ich glaube, niemand kann was für seinen Namen, oder? Ja. Ja, bitte durch. Finde ich ein bisschen scheiße. Ja. Hast du dein Witzebuch unter deinem Kopfkissen vergessen, oder was? Sehe ich gerade aus, als würde ich Witze machen, oder was? Nein, aber wo ist dein Humor geblieben? Scheiße, Mann. Mein Humor ist halt zu qualitativ zu gut für sowas. Hm. Ein Officer Vögelchen, also, nee. 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 Was hältst du davon? Wie ist denn dein Name? Mein Name? Ja. Mein Name ist Takashi. Takashi, was hältst du davon, Officer Vögelchen? Ein bisschen was vom Mobbing, oder? Ja, Mann. Also, ich möchte mich aber jetzt auch nicht hier direkt unbeliebt machen. Na, scheiße, Mann. Je mehr Leute einen hassen, umso besser machst du deine Arbeit. Okay. Aber wenn der Kollege damit fein ist, dann... Warten Sie. Ja. Kommen Sie mal kurz mit, Officer Pieper. Ja, warte mal. Was hältst du von dem Namen Officer Vögelchen? Was ist denn für ein Scheiß Name? Kommen Sie mal kurz mit, bitte. Mhm. Vögelchen. Er meilt ja nicht so viel davon. Anscheinend nicht, ey. Naja. Direkt unter vier Augen nehmen. Naja, Officer Kiff, wenn wir ehrlich sind... Ja? Sie haben gerade die Frau Mitchell Schlange genannt und mich Maus. Ja. Ist auch nicht so ein toller Name. Aber ich hab nicht gesagt... Ja, aber hast du mir genau zugehört? Ich hab gesagt, es wirkt, als wärst du die Maus und sie die Schlange. Hab nicht gesagt, das ist dein Spitzname. Oh nein, das haben wir nicht. Zwischen den Zeilen lesen. Ja, jetzt wieder an ihnen vorbeigegangen sind. Oh, da ist ja Professor Schlange. Nein, ich hab gesagt, Schlangen sind giftig.
Das wäre ich mal dabei. So, jetzt noch. Wie war der Name? Takashi. Takashi, okay. Ja. Vorname? Dai Kenzo, aber Rufname ist Kenzo. Kenzo. Und dann Kenzo. Nummer, also PD-Nummer? 55. 55. Ach du Scheiße. Wurde mir so zugeteilt. Aber ist ja noch weitere Rekruten. Oder? Haben wir hier gerade noch weitere Rekruten, die wir gleich mitnehmen? Ja, also die jetzt aus dem Büro kommen. Ja, die Dame, die da aus dem Büro kommt und die zwei, die da hinten stehen. Jo. So, die Dame. Hallo. Hallo, wie ist Ihr Name? Moment. Reva Nex ist mein Name. Ich soll mich an den Herrn Riker wenden? Ja, der Chief ist noch nicht informiert. Reva Nex. Ja. Und PD-Nummer? 13. 13. Okay, dann zeigt Ihnen der Kollege Win jetzt mal, wo Sie Ihre Weste holen können. Ja. Und wie man sie ausrüsten kann. Und dann nehmen wir sie mit, dann machen wir ein kurzes Fahrtraining. Dann kommen Sie mal mit. Wir hätten vielleicht mal den Chief informieren können, dass er nicht jeden zu Riker schickt. Und wer bist du? Ich bin PD-55 Takashi. Hat jemand die Nummer vom Chief eigentlich cool, schon? Cool, ja, cool. Nö. Ich bin PD-50, Piep. Hi. Hallo, hallo. Nein. Gage ist auch wie so. Ja, das kann sein. Könnt ihr euch andere Nachnamen zulegen? Eigentlich wollte ich deinen Mann anrufen. Kannst du mir mal. Hast du die Nummer vom Chief? Ja. 343 oder 243? Mhm. Gut. Also 606, 243, ja? Merk ich mir. Super, ich danke dir. Gut, also Nummer vom Chief, wer sie haben will. Habt die Nummer schon? 243. Habt ihr die Nummer schon? Könnt ihr das nur fragen? Oh, ich hab gefragt. Sie. Was? 103? Nein, 606 243. 243, ja. Achso, ich hab hinten eine 6. Oh. Naja, siehst du? Gut, dass ich nochmal gefragt hab. Das stimmt. So, also wir haben Takashi. Wie war der Name nochmal? Mein Name? Ja. Reva Nex. Nex, ja? Ja. Okay, Officer Nex. Takashi, Nex. B noch zwei. Genau. Sonst hätte der Riker da unten gleich 15 Mann stehen, das ist ja auch scheiße. Riker für Riker, komm. Gott, ich liebe das. Wo ist denn der? Ja, Chief? Ich höre dich. Wo bist du? Momentan Tiefgarage, MRPD hier. Was ist denn? Ja, nehme ich. Ja, den Neuen hier und die nächsten Neuen nehmen wir dann mit und machen erstmal ein Fahrtraining und eine Gefahrenausbildung. Weil sonst hat Riker da unten gleich 15 Mann stehen. Benutzername ist Cyborg, großgeschrieben das C. Passwort ist Start 123. Auch direkt dahinter. Noch nicht anmelden, bin noch nicht fertig. Ihre Dienstnummer war 18. 18. Start 123. Ja, Sie okay. haben Erfahrung, also kommen Sie rein als Deputy Officer. Das heißt, Sie haben keine Probezeit. Bauen Sie Scheiße, gibt's aufs Maul. Ja. Gut, anlegen, Abfahrt, anmelden, prüfen. Alles klar. Also, so, jetzt checke ich erstmal, wie viele wir denn sind, ob wir das Ziel erreicht haben und dann gucken wir mal. Was ist unser Ziel? Oh, ein neuer Notruf. Schauen Sie bitte in die App. Ja.
Nur ein Test. Test? Ja. Okay. Wer hat das denn gesagt? Das steht hier drin im Dispatch. Ja, warum sehe ich die nicht? Weiß ich nicht. Die LSPD-App, ne? Ja. Notrufe. LSPD-App. Ah, da. Ja. Test-Dispatch. Ja, dann machen sie den weg. Ja, ich... Ach so, ich denke, das wird Riker unten gerade machen. Ja. So, ich sollte der Mikman. Kommen Sie rein, Hotch? Nee, irgendwie nicht. Ja. Also Benutzername ist Cyborg und Start 123. Und Passwort ist Start 123. Großes S. D-A-A-T. Und Start, ne? Start! Wie Start! Ja, also. Soll ich das eher noch mehr rollen? Ja, ich merke, wir haben hier zu viele Deutsche im PD. Ja, ja, ja. Das eventuell ausartet. Naja. Funktioniert. Ja, die also Chief. Die nächsten zu Keith schicken. Ja, ja, Keith. Ja, komm mit. Wie ist dein Name? Ja, Hotch. Hallo. Hotch. So, der nächste kann. So, das hier ist der Kollege Hotch. Dem auch mal einmal zeigen, wo man die Weste anzieht. Ja, guten Tag. Wo zieht man die Weste an? Ich komm mit dem. Ja, oder die Dame, okay. Ja. Oder so. Da kommt die eine, nimmt mir schon direkt die Arbeit weg. So eine Scheiße. Ach. Ist da draußen noch jemand? Draußen? Keine Ahnung, ich geh mal gucken. Bleib ich hier stehen. Gut, okay, wir werden jetzt die Leute mit Vorerfahrung schon rausschicken und nur die Unerfahrenen einfach mitnehmen. Ah. Dann bleib ich mal hier. Naja, genau. Sie und Officer... Oh Gott, jetzt habe ich Ihren Namen schon wieder vergessen. Z6? Mega Reaver, was weiß ich. 13 meinen Sie, ne? Ich habe mir nicht den Nex. Namen gemerkt. Nex, oh ja, Nex, glaube ich, war es. Officer Nex, würden dann mit Vin und mir mitfahren. Und ihr schnappt euch halt die nächsten beiden. Ja, der Piep hat ja auch keine Vorerfahrung. Der ist ja eigentlich auch ein Neuer. Ja, der Vin ist auch noch recht frisch. Ja. Dann war jetzt noch einer, der heißt Hotch irgendwie. Der hat wohl Vorerfahrung. Ja, dann kann der direkt raus. Ja. Immer. Kann ich irgendwie die ganzen Kollegen irgendwo einsehen? Ich weiß nicht, ob's... Im Aktensystem aber noch können sie das nicht. Okay. Oh Mann, mich stört's, dass ich keine Mütze habe und keine Brille. Ja, ich weiß jetzt nicht genau, wo ihr der Rest seid, aber schick uns mal bitte noch zwei Unerfahrene direkt hoch, dann können wir düsen. Ach so, weil wir haben hier oben ja auch noch zwei stehen, die da jetzt nicht mit bei sind. Ja, genau. Genau, also ich denke auch, dass es sinnvoll ist, dass wir einfach uns jeder, dass wir jetzt so zweit los und jeder schnappt sich zwei. Dann sind wir drei. Sind die alle unerfahren? Ja, die Erfahrenen rausschicken, die Unerfahrenen dann mit uns. Dave, darf ich eintreten? Ja. So, habt ihr beide Erfahrung oder keine Erfahrung? Ja. Nee, ich nicht. Also ich auch. Nicht. Okay. Dann die Dame, du fährst da mit uns und Hotch war der Name, ne? Ja, ja. Ja, mach dich doch locker. Und der Kollege, der fährt damit jemand mit raus. Der Erfahrung hat. Jo. Wie viele kommen da jetzt hoch? Auf jeden Fall werden noch zwei gleich hochgeschickt zu uns dann. Ja, heißt, dann haben wir Piep, Sieg. Als Unerfahrene, die Dame noch als Unerfahrene. Die Nummer vom Marshall Service. Nö. Nö. Nee. Frag direkt mal den Herrn hier hinten. Hey, Sie wollen sich auch bewerben, ne? Ja, ich war schon drin, ich wollte nochmal raus, die nächsten also, sollen kommen. Okay, haben Sie Vorerfahrung im Polizeidienst? Ja, ich war schon. Okay, weiß ich Bescheid. Wie ist Ihr Name? Ellen Hartmut. Alles klar. Wo ist denn der Piep jetzt? Wollte der nicht vorne gucken, ob da noch jemand ist? Ja, Sieg, der war doch mit dir vorne, oder? Der war bei der Leitstelle, glaube ich. Da sind noch einige Bewerber und der Chief meinte, naja, vielleicht gleich einen einsetzen.
Wir brauchen die Nummer vom Marshall Service. Ja, dann rufen wir irgendeine Nummer an. Hast du DOJ? Hast du nicht drin? Stadtverwaltung. Ich werde besetzt. Achso. Ja, die Stadtverwaltung, 3x6. Wir sollten jetzt nicht alle versuchen. Ja. Yeah. Yes. Yeah. Dann mach du, Wenn. Kümmer dich drum. Anscheinend nicht erreichbar. Ja, wenn wir dann hochfahren, können wir ja auch kurz vorbeifahren dran. Jo. Und sonst so. Ja, alles gut soweit. Habt ihr alle gut hergefunden? Super. War es angenehm. Definitiv. Sehr schön. Jemand sagen, wo der jetzt der Chief hin ist? Mit Mitchell? Nee, keine Ahnung. Keiner gesehen, okay. Nee, keine Ahnung. Oh, Luca, grüß dich. Wo sind denn jetzt alle hin? Wollt ihr mich verarschen? Das heißt auch verbuggt? Nö, aktuell jetzt eigentlich nicht. Kurz davor. Machen können gerade oder sollen wir einfach nur warten? Oder? Ich glaube, wir warten noch. Nein, eigentlich, also die erfahrenen Officer, die werden jetzt eingeteilt, dass sie schon mal rausfahren können. Okay. Und die ohne Erfahrung, da machen wir jetzt kurz so eine, ja, dass man eine kurze Schulung quasi. Aber nur ganz kurz, so das Nötigste. Aber also ich hatte jetzt gerade. Einmal einen Crashkurs mit dem Aktensystem? Das Aktensystem, ja, gibt es später, denke ich, einen großen Crashkurs, aber das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Ja, gut.
Ich warte jetzt gerade nur drauf, dass die anderen Leute kommen ohne Erfahrung, damit wir los können. Aber keine Ahnung, wo jetzt der Chief hin ist. Deswegen den suche ich gerade. Vielleicht kurz aufs stille Örtchen. Ja, irgend sowas. Vermutlich. Ja, bestimmt. Deswegen, aber Mitchell ist auch ja weg und keine Ahnung. Piep ist auch noch, finde ich gerade nicht. Also von daher, einfach mal kurz warten. Ja, na klar. Ich sehe es gerade, Twitch macht gerade ein Auge. Mein OBS macht gerade Auge. In seinem Büro steht er zumindest nicht, ne? Ja, eben. Keine Ahnung, was da jetzt gerade los ist. Das ist gerade echt kacke. Aber ihr beiden habt ja Vorerfahrung, oder? Nein, nur ich. Die anderen also, beiden haben keine. Takashi nicht, ne? Nee. Okay. Komm. Meldet sich auch nicht. Ach, ja. War gerade ein Funkspruch, nehme ich an. Ja. Wo stelle ich das überhaupt ein? Haben wir einen allgemeinen Funk, den wir uns immer melden müssen? Sicher, ne? Ja. Genau, also das macht ihr bei euren Handy. Ah. Mhm. Da ist so ein Mikrofon. Mhm. Und da müsst ihr eine Funkfrequenz einstellen. Ja, okay. Die wäre? 450.10. Jetzt soll es wieder besser sein, Main Mage. Zumindest laut OBS ist jetzt wieder alles in Fahrt. Ja, dann nehmt ihr gerade euren Bluetooth-Kopfhörer und steckt ihn euch so rein, dann habt ihr das, den Funk da drin, über das Handy. Dann passt das. Boah, Umsteherei und warten, das geht mir auf die Nerven. Ja, verständlich. Scheiß Vodafone, ey. Nicht erreichbar. Nicht erreichbar. Wahrscheinlich alle Vodafone. Ich hab doch auch Vodafone, fliegt nicht runter. Boah. Wie ist das,